geht ab, Freunde? Willkommen zur zweiten Folge vom Sozial-Asozial-Podcast. Diesmal bin ich nicht mehr mit meinem Bruder alleine zu zweit, sondern wir haben das ganze STA-Team. Es sind noch mehrere dabei, passen aber alle nicht auf einen Podcast. Deswegen machen wir erstmal hier so eine kleinere Runde. Und zwar haben wir, wie gesagt, mein Bruder, kennt ihr aus der letzten Folge. Hallo, Freunde. Manage jetzt mittlerweile schon die körperliche Fitness, den körperlichen Fitnessbereich in der STA, genauso wie wir den Pano dabei haben, der die fundamentalen Reports wöchentlich macht, sowie die Fundamental Live Calls einmal die Woche. Dann haben wir noch den Franz, den ihr aus dem Trader Talk kennt, der selber Trader ist, aber jetzt auch in der STA für Content Creation und so weiter alles zuständig ist. Was er genau macht, wird er gleich nochmal erklären. Und dann haben wir hier noch auch meine Freundin Charlene, die mit mir die STA gegründet hat. So, genau. Ganz einfach, bevor wir jetzt einfach loslegen mit irgendwelchen Fragen und Talks einfach über Gott und die Welt, werden wir erstmal anfangen und erstmal den Pano, der neu gekommen ist, vorstellen, genauso wie mal Franz jetzt seinen wirklichen Themenbereich in der STA mal erklärt. Und wir würden mal sagen, wir fangen einfach mal an mit Pano. Ja, was geht ab, Freunde? Ich bin der Pano. Einige kennen mich vielleicht oder nicht. Ja, ich bin erst seit 2 Wochen jetzt dabei, ne? Ja. Seit 2 Wochen dabei. Ja, ich übernehme jetzt so die fundamentale Sektion. Ja, ich werde so ein bisschen über News berichten, was geht ab auf dem Wirtschaftsmarkt, was geht ab allgemein in der Welt. Ja, und so allgemein so ein bisschen diesen Bereich belichten. Und nebenbei mache ich auch sehr viel Content. Ja, also alles, was ihr auf YouTube Longformat sehen würdet, die geilen Edits, auch die Vlogs, die alle demnächst kommen werden. Ja, dafür werde ich ein bisschen zuständig sein. Ja, das heißt, ich werde hauptsächlich da, was das angeht, so hinter der Kamera sein. Ja, und genau, ja. Du hast gerade schon angesprochen, der eine oder andere kennt dich vielleicht schon. Warum? Erklär. Das ist, das ist eine Stellungnahme, die bist du den Leuten so gesehen schuldig. Ja. Die bist du schuldig, weil du jetzt so gesehen in der STA-Member bist. Safe. Und beziehungsweise im STA-Team am Start bist. Deswegen musst du das einmal aufklären. Genau, ja? Safe. Also, wenn man mich kennt, dann hauptsächlich, weil ich halt bester Freund von Lukas war. Ja. Lukas tradet, falls ihr, für die Leute, die es nicht wissen, ne, mit den Com-Telegram-Gruppe mit ApoRed. Genau. Und im Prinzip, ich kenne den schon seit 15 Jahren, ja, erste Klasse oder was. Und unsere Freundschaft war auch immer super. Also wie gesagt, nur jetzt Anfang des Jahres hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt. Ja. Kontakt wurde immer weniger. Der war halt die ganze Zeit in Dubai, ist halt verständlich. Ja, man lebt halt auseinander, weißt du? Ja, klar. Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt. Wir hatten zwar noch ab und zu ein bisschen Kontakt, dann habe ich auch gesehen, dass er halt so mit dem ApoRed so bisschen irgendwas macht. Das war noch bevor der ganze Shitstorm losging. Ja. Da habe ich sogar selbst Research gemacht, weil ich als guter Freund denke, mit wem macht der Business? Aber wer bin ich auch darüber zu urteilen? Ja. Ja. Und dementsprechend, wie gesagt, habe ich dann gesehen und das letzte im Prinzip, was wir gemacht haben, war noch, habe ich dem geschrieben aus dem Urlaub, da war ich im Urlaub, als ich dann gesehen habe, dass die ganzen Videos gedroppt sind, holy shit. Habe ich einfach gesagt, ey Digga, so was machst du da? Ne? Ja. So, das ist krass. So, überdenk mal lieber deine Entscheidung, ja, genau. Mach vielleicht ein Statement, dies, das. Ja, und wie gesagt, ich bin ein Mensch, der Prinzipien hat und ich bin so, wenn jemand in meinem closen Umfeld nicht diese Prinzipien vertritt, wie ich, weil beispielsweise ich sage, ich bin ein Mann meines Wortes, ja, ich halte mein Wort. Genau. Und wenn ich hier beispielsweise einen Freund habe und der hält nicht sein Wort, so dann auf Dauer cuttet sich das. Ja, ich könnte halt nicht mit dir am Tisch sitzen und du bist halt so, ja, und dann, das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht, weißt du? Genau. Haben die Wege sich unternehmerisch getrennt und dann dadurch auch natürlich, weil man heutzutage in einer Position ist, wo man nicht einfach nur Freunde hat, sondern man hat Freunde, mit denen man baut oder du hast Freunde, die auch am Bauen sind, hat sich das einfach unternehmerisch einfach so gesehen gesplittet. Genau. Genauso wie dann letztendlich halt die Freundschaft so in dem Sinne, ne? So, wie man das so gesehen dann auch sagen will. Weil letztendlich ist die Frage halt, okay, ist es immer noch jetzt ein Mensch, nachdem man gesehen hat, wie, wo, was passiert ist, ist es immer noch der Mensch, den ich so kenne? Ja, ich möchte jetzt nicht zu dir sagen, so dass du da zu Stellung nehmen sollst, aber ist es immer noch der Mensch, den ich damals kennengelernt habe, der mein Freund wirklich war? Oder hat er sich verändert? Oder hat er einfach nur sein echtes Gesicht gezeigt? Oder was auch immer. Das muss man immer so gesehen, genau, das muss man immer differenzieren und schauen. Und ja, genau, deswegen kurz zu dem Thema, damit da auch alle Bescheid wissen. Ne? Und Pano und ich, wir kennen uns auch schon länger. Mein Bruder und Pano kennen sich auch schon seit 15 Jahren oder sowas, aus Schulzeiten und sowas. Genau, und dann war plus safe. Ja, genau, und dann war das halt so, dass wir grundsätzlich so in engeren Kontakt gekommen sind, auch dadurch durch diese ganze Situation, hat sich dann aber komplett, sage ich mal, auseinandergelebt und ich habe mich dann natürlich auch davon distanziert, auch persönlich, also menschlich gesehen und sowas, ne? Klar, man hatte gute Gespräche und sowas mit den ganzen Menschen, aber wenn es unternehmerisch in so eine Schiene geht, dann kann ich das nicht vertreten mit gutem Gewissen. Und wenn du unternehmerisch so etwas tust, wie verhältst du dich dann privat oder hinterrücks? Das ist immer das für mich, was am aussagekräftigsten ist. Und deswegen habe ich mich da zu dem Zeitpunkt auch dann zu Pano distanziert, weil es war nichts Menschliches. Unternehmerisch, so, zack, und danach einfach, komm, gecuttet. So, und dann letztendlich hatten wir dann ein Gespräch,
wo wir uns ausgesprochen haben und ein bisschen halt getalkt haben und wir hatten immer guten Vibe, aber wie gesagt, durch diese ganze Geschichte, die halt passiert ist, ist es ein bisschen gesplittet worden, beziehungsweise habe ich mich davon distanziert, haben das Gespräch geführt, haben alles geklärt und ja, und dann war ich auch direkt ready, habe gesagt, ja, okay, let's go, Pano, komm, go, sei ein Teil vom Team, Start. Gib ihm, let's go, genau, safe. Ja. Das zum Thema Pano und jetzt einmal nochmal zum Thema Franz, den kennt ihr schon vom Trading Talk, vom Trader Talk, aber noch einmal ganz kurz, weil jetzt eine komplette neue Nische so gesehen in die STA reingekommen ist und zwar Content Creation, genauso wie gesagt, das mit dem Fundamental, mit den Fundamental Reports Weekly, alle Nachrichten runtergebrochen und dann Bearish Bullish und dann Weekly Call, genauso wie körperliche Fitness in einen Trading Kurs, so, aber die Leute, die drin sind, verstehen, wie, wo, was, warum das drin ist und was das auch mit Trading zu tun hat. Und genau deswegen noch einmal von Franz jetzt erklärt er, ne, was du tust, ja, genau und alles. Ja, erklär. Ja, so. Ja, was geht ab? Mein Name ist Franz und ich bin Content Manager der STA. Und mein Aufgabenbereich ist, die Verantwortung zu tragen, alles, was auf Social Media gepostet wird. So, da lege ich auch nochmal mein Auge drauf und überprüfe das nochmal alles, ob alles gut ist. Und dann kann es gepostet werden. Und ja, meine Aufgaben sind aber vielfältiger. Und es geht natürlich viel weiter, viel tiefer rein. Ne? Also, das, ja, sind, safe. Das, ich meine, muss ja auch voll in die Psychologie eingehen. Wie machst du die Reels so, dass sie halt direkt Attention grabben, genau, weißt du? Genau, es, ja, ist jetzt nicht einfach nur Verantwortung kontrollieren. Hauptsache, genau, die Reels sind gut. Ne? So, ich meine, ja, Digga, du hast ja übelst einen Erfolg schon gemacht. Ne? Du hast ja deine Seiten übelst gegrowt, Alter. In was für einem kurzen Zeitraum? Ja, das waren so ein paar Monate. Ein paar Millionen Views. Digga, ich kam gar, richtig, nicht klar. Watchtime, was war die Watchtime, Digga? Wie viele Stunden? Boah, 20k Stunden oder so auf einem Video. 20k Stunden. Auf ein Video. Auf einem Minute Video. Also, Digga, das, ja, ist krank. Das ist krank. Ja. Genau. Ja. Und das wollen wir jetzt den Leuten, ne? Das wollen wir jetzt den Leuten aus der SDA weitergeben. Ne? Ja, genau. So, dass die Leute sich dann einfach damit Nebeneinkommen aufbauen. Es gibt Leute, die für so einen Content-Creation-Kurs und sowas Geld nehmen. Wir machen das einfach so rein, dass die Leute neben dem Trading, weil das Trading dich eine Stunde halb am Tag kostet, dir wahrscheinlich langweilig ist. Langeweile killt, ja, deine Trading-Setups. Safe. Du baust Scheiße beim Trading. Das heißt, du brauchst etwas, womit du dich beschäftigst. Am besten bringt das dir auch noch Geld rein. Lernst Content-Creation, baust Nischen-Pages auf oder schneidest für Leute Content und so weiter und so fort. Boom, machst Kohle. Genau, und das Pages bekommen die bei uns on top, obendrauf. Genau, ja, einfach so. Weil wir wissen, dass die Leute sich neben dem Trading mit etwas beschäftigen müssen, aber die Leute sind natürlich meistens zu faul, um sich was zu suchen. Ja. So, und deswegen, ja, gibt es denen so gesehen. Genau dasselbe wie mit körperlicher Fitness. Ja. So, ja. Genau wie mit fundamentaler Analyse, komplett in die Tiefe mit den Calls und so weiter, ja, Fundamental Reports. Ja. Wie verstehe ich wirklich die Makroökonomie und so weiter? Das, was theoretisch gesehen nicht wirklich sehr notwendig ist fürs Trading, genau, selbst. Ja. So, genauso wie Investing und sowas reinkommen wird. Wie investiere ich mein Geld ordentlich? Wie kaufe ich Aktien? Wie lege ich mein Geld in andere Dinge an, wie das hier zum Beispiel oder andere Dinge? Wie kann ich mein Geld gut diversifizieren? So, auch ganz gut anlegen, so dass es auch wächst. Auf, ja, genau. Also es wird krass. Genau, also ich nehme ja sowieso mehrere krass Sparten jetzt eröffnet innerhalb der STA. Genau. Es ging primär um Trading und Trading wird auch nach wie vor eine entscheidende Rolle ein. Natürlich, Trading ist der Moneymaker. Genau. Trading, ja, ist der Moneymaker und ums Trading herum bauen wir sehr, sehr viele Sparten auf, letzten Endes, die wirklich dazu führen, dass man ein overpowered Life führt. Ja, ja. Wird auch so. Performen auch in allen Lebensbereichen. Superior Life. Superior, genau, Life. Genau. Richtig. Ja. Genau. Ja. Ganz einfach. Und gut, ja. Das zum Thema Franz und seine Aufgabe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, um mal auch ein bisschen die Psyche der Menschen kennenzulernen, weil die sind alle approved. Ihr kennt nur mich jetzt richtig gut. Ihr kennt mich, die Leute, die mich kennen, wissen, wer ich bin. Und diese Leute sind jetzt von mir approved, deswegen sitzen die auch hier. Aber die Leute müssen sich jetzt auch bei euch approven, genau wie ich es getan habe. Deswegen werden wir uns einfach mal ein bisschen unterhalten über bestimmte Themen und gucken, wie pfiffig der ein oder andere ist, beziehungsweise wie ist die Denkweise der Menschen. Und ich werfe jetzt einfach eine Frage in den Raum. Und zwar, Franz, was würdest du tun, beziehungsweise was hältst du von Frauen, die in der Beziehung feiern gehen mit einer Mädelsgruppe zum Beispiel, die jetzt aber so Single sind und sowas, wo du weißt, okay, die Freundinnen von deiner Freundin sind so, sag ich mal, kleine Haas, ne? Und ja, wie würdest du da reagieren? Was wäre so dein, was würdest du deiner Freundin sagen oder was auch immer? Was wäre die Reaction? Also wenn meine Freundin jetzt so einen Freundeskreis hätte. Genau, und die gehen Party machen. Ja, halte ich nichts von. Ja. So, weil das ist Time Waste, ne? So, ja. Vor allem in meiner Position. Ich habe auch viel zu tun, viel Verantwortung und meine Vision ist ganz woanders. Ja. Nicht wie bei den Normalos, sage ich mal. Ne? Mhm. So, ist zwar hart gesagt, aber ist so. Ist so. Und deswegen, so bei den, da habe ich da die Interessen, so, die gehen da in ganz andere Richtungen. Ne? So, deswegen halte ich gar nichts von. Ne? So, ja. Jetzt mal grob gesagt. Ne? Ja. So. Okay.
Und du? Insbesondere, wenn jetzt Frauen alleine feiern gehen, meinst du? Ja, deine Freundin geht alleine feiern mit ihrer lieben Mädelsgruppe, wo du weißt, okay, das sind so kleine, kleine von den vom System getriebene Weiber, die komplett getrappt sind mit Verstand und nur an Esslutschen denken. Ja, da kann ich eigentlich direkt schon die entsprechende Punchline setzen, weil, Freunde, ganz ehrlich, wenn ihr ein guter Mann seid und ihr habt eine Frau zu Hause und die Frau hat das Bedürfnis, feiern zu gehen, bist nicht genug. Ohne euch, Alter, Digga, lauf, mein Lieber. Habt ihr das falsch gemacht? Lauf. Ja, weil eine Sache ist klar, Frauen, die jetzt wirklich feiern gehen wollen und einen Freund haben und den Freund dabei zu Hause lassen und nicht ihn überreden, komm mit feiern, die gehen eigentlich nur feiern, um wirklich gesehen zu werden von anderen Typen. Weil was ist der Grund, um feiern zu gehen? Warum gehst du feiern? Du ziehst dich gut an, du hörst Musik, vielleicht trinkst du noch was, hast Spaß an der Tanzfläche, machst ein bisschen Auge, shakerst ein bisschen rum. Ja. Welchen Zweck hat das denn, als Freundin, Frau, die eine gesunde Beziehung führt, in einen Club zu gehen, alleine zu feiern? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Ja. Das ist komplett... Also das ist, da gibt es gar kein Wenn und Aber, da gibt es gar kein, ich sehe es immer wieder, beziehungsweise ich kenne es von damals, auch diese Typen, die dann sagen, ja, meine Freundin darf alleine feiern gehen, ich kann kämpfen, so wenn dann einer kommt. Es geht gar nicht darum, es geht gar nicht darum, dass du deine Freundin nicht verteidigen kannst oder sowas, sondern es geht darum, dass deine Frau einfach braindead ist, wenn sie das tut, weil sie ist bewusst in eine Beziehung gegangen mit dir, um das Leben mit dir zu führen und nicht ihr Leben mit Momenten alleine zu füllen, wahrscheinlich mit anderen Männern oder sowas. Oh ja, boah, war so geil. Oder man kennt es ja selbst. Damals in der Freundesgruppe, wenn man Single war, beispielsweise, ne, ich kann jetzt nicht von Frauen sprechen, aber bei Männern, man ist im Club, man macht ein bisschen Party, man ein bisschen hier, ein bisschen da, dann siehst du deinen Kollegen übelst angetrunken, kommst schon, boah, ich hab mir gerade voll die Olle geklärt, Junge, die hat mir Lapdance gegeben und bla bla. Weißt du, ich meine? So, und genau andersrum geht die Frau dann, boah, ich hab dir gerade so Lapdance gegeben. Weißt du, so, was ist das für ein Input? Was ist das für ein, was sind das für... Was sind das für Gedanken, mit denen du dein Brain füllst? Wie wasted bist du? Ja. Wie verloren bist du einfach? Weißt du, das ergibt gar keinen Sinn. So, das ist genau wie das Thema zum Beispiel, wenn du jetzt beispielsweise Instagram hast und du nutzt Instagram nicht für Business oder sonstiges, als Mann oder Frau, und du postest immer Bilder, dann machst du das, weil die Aufmerksamkeit, die du von deinem Mann, von deiner Freundin kriegst, dir nicht genügend ist. So, das heißt, du brauchst von anderen Leuten, musst du gesehen werden, du brauchst Bestätigung, du brauchst Likes, du bist immer noch trapped. Immer noch mit deinem Verstand. Ja. So, und deswegen macht es keinen Sinn, wenn du kein Business machst und in einer Beziehung bist, dass du Instagram-Bilder rauspostest und sowas und so weiter. Selbst wenn du Bilder mit deinem Freund postest, das interessiert keinen. Mhm. Du brauchst kein Bild, wenn du einfach ganz normales Instagram führst, wie ein normaler Mensch, und du postest einfach ein Bild mit deiner Freundin oder mit deinem Freund, es ergibt keinen Sinn. Wofür teilst du diese Beziehung nach außen? Dass andere Leute schreiben, oh, ihr seid so ein schönes Paar, damit du Bestätigung von anderen kriegst, kann ich nicht Charlene angucken und wissen, oh, wir sind ein schönes Paar, ohne dass du es mir sagst? Weißt du, was ich meine? Ja. So, die Leute sind alle heutzutage nur auf Konsum, auf Attention, die ganze Zeit. Ja, gib mir die Likes, gib mir hier, mein Handy muss vibrieren, ich brauche Nachrichten. Ja. Oder genau wie posten die Bilder und die Weiber lieben es oder die Männer lieben es, wenn die in einer Beziehung sind, von Männern oder von Frauen angeschrieben zu werden. Dann denken die, boah, ich bin begehrenswert. Weißt du, wenn du einfach so Instagram, warum sollte ich einfach so Instagram machen? Was bringt mir das? Ich fokussiere mich auf mein eigenes Leben. Ich brauche mein Leben mit euch anderen noch nicht teilen, oder? Was macht es für einen Sinn, wenn ich damit kein Geld mache, wenn ich keinen bereichern will? Weißt du, wenn ich nicht, wie ich zum Beispiel Reels mache, wo ich den Leuten versuche, mal deren Gehirn reinzuwaschen oder mal wachzurütteln oder was auch immer. Aber das ist auch der Unterschied. Entweder du bist Produzent oder Konsument. Genau. Es gibt nur diese zwei Punkte. Richtig. Ja. Entweder du produzierst, um Value zu geben, und machst natürlich auch, kriegst du irgendwo einen Return dafür. Ja, Reach, Branding, sonst was, okay? Oder du konsumierst einfach nur und wastest im Prinzip Time. Natürlich. Digga, wenn du Fotos machen willst, ich bin Oldschool, Digga, mach ein Polaroid-Foto, weil das ist ein Fotoalbum. Was für ein digitales Fotoalbum hier, ich mach Foto, für wen? Ja, ist auch. Unnötig. Auf Instagram auch unnötig. Das ist einfach Bestätigung nach außen. Genau, ist auch. 100%. Ja. Also die Leute sind immer noch nicht unplugged. Ist auch, die sind immer noch drin. Egal was, auch wenn du in der Beziehung bist, scheißegal, Digga. Ich meine, da, ich sehe es doch immer wieder, vor allem damals, weißt du? Du hast dann einen Kumpel und der hat dann eine Freundin. Und der Freund, natürlich, man ist im Freundeskreis und sowas, und dann folgst natürlich der Freund und du siehst, seine Freundin postet immer Bilder. Oder mit ihren Freundinnen dann so, weißt du, mit Kussmund und so, weißt du, posten Bilder, boah, letzter Abend war so geil, last night was a movie, weißt du? Digga, was ist los mit dir? Schlimm. Was machst du? Verwende deine Zeit doch
mal irgendwie sinnvoll. Mach doch mal irgendetwas Ernstes, mach doch irgendwas Gutes in deinem Leben wenigstens. Weißt du, ich meine, warum willst du das nach außen preisgeben? Wofür? Digga, wir waren ja so heftig bei dem Thema Trap gerade. Die Leute sind wirklich Trap. Die brauchen diese Endorphine. Richtig. Die sind wirklich auf Konsum getrimmt. Du merkst es ja jetzt schon bei den Kindern heutzutage. Die können nicht mehr ohne. Die sind ja wie hypnotisiert, wenn sie den Bildschirm sehen. Das ist ein dramatischer Zustand. Und das kannst du nicht nur in unserer Altersgruppe, in der jüngeren Altersgruppe feststellen, sondern teilweise jetzt die 50, 60-Jährigen, die jetzt auch an ein Handy gekommen sind, sind genauso süchtig. Ja, richtig. Und das wird immer schlimmer. Ja, die sind sogar sauer, wenn du die beim Scrollen störst, Alter. Was ich war auch einfach Pizza abholen und dann saß da einfach so ein 60-jähriger Mann so am Warten und normalerweise steht man ja einfach nur. Und der hat sich einfach so hingesetzt, so richtig gemütlich, holt sein Handy raus und scrollt einfach auf TikTok. Und ich dachte mir so, Alter, das ist schon übertrieben, weil eigentlich denkt man so, 20- bis 30-Jährige sind so voll da drin. Guck mal, ich sag mal so, wenn das Ältere machen, das ist deren Entscheidung, die entscheiden sich ja bewusst dafür, ja. Aber wenn Eltern anfangen, ihren Kindern hier Handy beim Essen beispielsweise zu geben, damit die nicht rumheulen oder so ein Shit, damit die beschäftigt sind. Ja. Wie oft sehe ich in Restaurants, Alter, Kinder wie Zombies vor dem Screen. Ja. So, Screen geht aus, weil Essen kurz kommt, das Kind fängt wieder an zu heulen. Was macht die Schwester mit das Kind? Leises, boom, macht Screen an, guckt dir dann Shit weiter an. Alter, das sind einfach fucking Zombies. Safe. Ja, aber ich finde, Erwachsene sind genauso Trap. Erwachsene sind genauso Trap. Diese Leute, von denen ihr spricht, 60 plus und sowas, sind die kompletten Bots. Ja. Das sind die, die kommen aus der Generation vom Zweiten Weltkrieg, die komplette Gehirnwäsche gehabt haben. Ja. Das sind die Kinder von denen, die wurden aufgezogen, die sind jetzt da und sagen, dann versuchen uns alte Werte beizubringen, weißt du? Mhm. Oh ja, damals draußen war viel besser. Auf einmal realisieren die, oh, TikTok ist ja geil, Digga. Ja. Auf einmal trapped da drin, weil die einfach braindead sind. Ja. Weil wären die nicht braindead in ihrem Alter, mit 60, 70, 50, was auch immer, dann würden die etwas aus ihrem Leben machen, etwas Geiles tun. Genau. Außer anstatt einfach rumscrollen. Ja. Aber gute Frage, ist mir gerade eingefallen, und zwar, was hältst du davon, dass die Kinder heutzutage mit sowas, wie du gerade gesagt hast, mit iPad und das war natürlich jetzt extrem im Restaurant mit einem iPad. Ja, ich musst du eigentlich auch, wenn das Kind 4 ist, nimmst das iPad, bam, einmal gegen, so, Digga, wach mal auf, was ist los mit dir, weißt du? Ich bin sowieso ein Befürworter davon, ein Kind nicht wie ein Kind zu behandeln, sondern ein Kind wie ein Mensch zu behandeln. Die Leute versuchen immer ihr Kind, ich sehe es immer wieder, wie Menschen versuchen, ihre Kinder aufzuziehen wie ein Tier, wie ein Haustier mit Gefühlsgetrieben. Oh ja, komm mal her, oh ja, hier. Du bist ein Mensch, ich unterhalte mich mit dir, du bist 7, 8, 9, 10, ist mir egal, ich unterhalte mich mit dir wie ein Mensch. Genau. Weil du kannst denken, du kannst A mit B zusammenziehen. Du bist kein Tier, wie ein Hund, der kommt und ist nur gefühlsgetrieben, muss gestreichelt werden. So, halt die Klappe hier in den Baum und fertig. Ja, genau. Nein, sondern du unterhältst dich mit dem wie ein Mensch. Weil es ist ein Mensch. So, und das ist das Problem, weil die Menschen auch immer dümmer werden, werden die Kinder immer dümmer und werden genauso aufgezogen, als ob die so einen kleinen Pomeranian hätten oder sowas. Und deswegen werden die Menschen auch immer schwacher und immer dümmer. Und deswegen wird das in der Zukunft sehr, sehr schlimm aussehen für diese Menschen. So, weil die werden mit der harten Realität irgendwann mal konfrontiert und dann ist Feierabend. Aber sorry. Abgeschweift. Zu der Frage, was hältst du von dem Thema Kinder wachsen mit Technologie auf? So jetzt, vor allem in der jetzigen Zeit. Wenn du jetzt ein Kind hättest, wie... Was für ein Gerät so? Jetzt also Smartphone, Playstation, AI, Handy, kommt, okay. So ich meine jetzt so Social Media und alles sowas. In diese Richtung. Ich sag mal jetzt so, nicht AI und so, das ist jetzt schon sehr, sehr weit ausgeholt. Okay. Also ganz ehrlich, so im Prinzip super. Man muss nur smart genug sein, und denen das ordentlich beibringen, wie die diese Technologie nutzen. Richtig. Weil im Endeffekt, jetzt momentan, wie man es bei den meisten Kindern sieht, die Technologie nutzt die Kinder. Genau. Weil der Algo ist so getrimmt, dass du so lange wie möglich am Handy bleibst. Ja. Aber wenn du das smart nutzt, wie viele Kinder oder wie viele Kinder-Channel auf TikTok gibt es, die übelst viral gehen. Ja, gibt es auch welche. Weil die nutzen die Technik gut. Wenn Die 18 sind, Alter, weißt du, wie viel Cash die machen können? Das kann ein hoher Segen sein. Ja, genau. Ja, in manchen Ländern wird das ja auch dafür genutzt. Also für manche Länder wird das ja so freigeschaltet, dass die Kinder dann so Bildungskarriere China. Und die haben dann auch nur eine Stunde am Tag oder so. Und dann halt übelst ausgewählten Inhalt. Genau, das ist auch immer das Ding, ist immer, wie du schon sagst, ich würde denen zeigen, wie du das bewusst verwenden kannst. Ja. Weil es ist im Endeffekt, die Leute haten das. Vor allem, wir haben immer noch die alte Generation, die ohne Technologie aufgewachsen ist. Wir sind gerade so im Zwiespalt. Ohne Technologie, im so mittlere Kindesalter, weißt du, von 8, 9, 10 ungefähr, in die Technologie reingerutscht. Das, finde ich, ist der perfekte Zeitalter. Ist für mich perfekt. Genau. Du weißt, du hast diese alten Werte so gesehen, von da mitgenommen. Ja, ist ein bisschen Dreck gefressen auch. Genau, du bist so gesehen perfekt. Halb in der Technologiewelt, halb in der realen Welt, so gesehen. Ja. Das ist perfekt. So, aber die Leute, die ohne aufgewachsen sind, hassen es ja. Die sagen immer, die Kinder sind noch am Handy und sowas. Ja, aber deswegen wird der auch viel smarter als du, wenn er das anwendet. Ja, wenn die sind ja auch noch kleben geblieben, Digga. Ja, Influencer ist sowieso kein Job und muss schon mit der Zeit mitgehen. So. Genau. Ist eingeschlafen. Ja. Die haben sich aber schon mit 35 haben die sich ausgeknipst. Ja. Und arbeiten jetzt nur noch, bis sie ganz alt werden und
Trampeln immer an derselben Stelle im Leben. Ja. Vielleicht irgendwann an die Rente rutschen, wenn die Glück haben, wenn die alt genug werden. Ja. Klopf, klopf, klopf. Genau. Ja, meistens haben sterben sie halt schon vorher, weil die nur Chemie fressen an Krebs und was auch immer. Ne, ist ja heutzutage auch gang und gäbe, ist normal. Ja. Die Menschen fressen ihre Tiefkühlpizzen und Tiefkühlpommes und den ganzen Scheiß hinterher, trinken jeden Tag 3 Liter Bier. Normal hast du mit 50 Krebs. Das ist ja auch so ein krasses Thema. Ich habe da letztens eine Statistik gesehen. Da wurde ja gezeigt tatsächlich, wie Übergewicht weltweit zunehmend ist, Alter. Wirklich, wirklich linear. Das ist krass. Ist auch krass. Achte mal drauf. Weiter nach oben. Achte mal drauf. Geh mal raus und achte mal drauf. Ja, und du merkst ja, man geht ja davon aus, der Mensch wird von der Technologie her immer intelligenter. Mhm. Wieso ist er denn nicht so intelligent zu raffen, dass seine Gesundheit Priorität hat? Richtig. Ja. Warum ist keiner, der hier am Tisch sitzt, übergewichtig? Warum? Mhm. Weil jeder ein gesundes Bewusstsein hat, Bewusstsein über sich selbst, ein gewundes Selbstbewusstsein. Nicht selbstbewusst in dem Sinne, ich stehe jetzt hier mit, oh ja, ich rede auch so. Nein, ich bin mir selber bewusst. Und ich weiß, dass ich ein Mensch auf dieser Erde bin und ich habe diesen Körper theoretisch gesehen geliehen bekommen und ich muss diesen Körper so gesehen, ich muss so take care, also ich muss... Mit Respekt behandeln. So, mit Respekt behandeln diesen Körper, weil nur dieser Körper gibt mir die Möglichkeit, dass meine Seele in diesem Körper so gesehen drin sein kann, dass ich hier die Welt genießen darf. Ja. So, und wenn ich diesen Körper nicht so gesehen, nicht auf ihn aufpasse, nicht behüte, nicht ordentlich fütter, dann habe ich umso weniger Zeit hier auf dieser Erde. So, für manche ist das das Beste, was es gibt, weil deren Leben eh nicht lebenswert ist, ne? Ist so, sage ich, weil für deswegen die Leute, weil die es sich, Scheiße, genau, weil die es sich selber so machen, die haben nichts anderes im Leben. Das sind deren Pleasure, oh, Fast Food jeden Tag. Ja, genau, für mich ist Essen einfach nur, damals war Essen Nutz für Bodybuilding, danach war Essen Genuss, jetzt ist für mich Essen einfach nur noch Überleben, damit mein Kopf arbeitet, damit ich grinden kann. Ja. So, ja. Das ist das Ding, aber für die meisten Leute, die haben den Grind nicht, die haben keinen Fokus, die haben kein Ziel im Leben und dann ist das Einzige, was sie machen, konsumieren, Überkonsum, fressen, fressen, fressen. Da gibt es ja noch richtig geile Sachen, die man auch so erklären kann. Der menschliche Körper, Mann und Frau, vor 100 Jahren sah im Schnitt so aus. Ganz einfach formuliert, wie eine Dreiecksform bei einem Mann, Oberkörper gut gebaut und nach unten hin schmal. Nach unten hin schmal, ja. Bei Frauen war es so, oben schmal, nach unten hin gefüllter. Jetzt musst du dir das vorstellen, beim Mann komplett umgekehrt. Ja, ist ja. So. Alle kriegen breitere Hüften und sowas. Alle kriegen breitere Hüften, dicken Bauch, dünne Arme, dünne Beine dann auch. Nur so eine Plauze anhängen, Alter. Und bei den Frauen, die sehen einfach genauso aus. Genauso aus. Die Beine sind dünn geworden, der Bauch dick und der Oberkörper. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Ja, aber so sieht's aus heutzutage, ne? Traurig. Ne? Ja. Und noch einmal zum Thema da zurückzukommen, mit der Frage, mit der Technologie für die Kinder. Und zwar ist das, was das Ausschlaggebende für sowas ist, ist, du hast die Möglichkeit, in jungem Alter an bestimmte Informationen zu kommen, an die du so oder so nicht rankommen könntest oder würdest in der alten Zeit. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wenn ich 4 bin und ich interessiere mich dafür, was oben im Weltall abgeht, dann habe ich die Möglichkeit zu googeln, auf YouTube, was auch immer, mir Videos rauszusuchen und ich habe sofort die Knowledge auf einem Video, auf einem Dokument, was auch immer, scheißegal, bam, ich habe es, ich kann es mir durchlesen, ich kann es lernen. Ja, genau. So, das ist die Möglichkeit. Ich sag mal so, Digga, wie habe ich mein ganzes Content Creation gesehen? Also für alle, die nicht wissen, was für Art Videos oder wie ich schneide, guckt euch einfach das letzte Meetup-Recap an. Ja. Ja, da könnt ihr ungefähr sehen, was mein Style ist, so ein bisschen cinematic. Ja. Aber wie habe ich mir den ganzen Shit beigebracht? Andere Leute gehen dafür vielleicht, keine Ahnung, so extra Schulung machen oder nehmen so einen Online-Kurs. Ich habe mir alles mit YouTube beigebracht. Alles selber doing und testen. Richtig. Ja? So. Bei mir war es nicht anders. Ja, genau. Einfach durch YouTube, weißt du, meine? Und jetzt stell dir mal vor, du wärst 14, 13, 12 und du interessierst dich für so Videografie und machst das. Und dann machst du das von 14 bis 16 und dann 16 bist du übelster Pro. Mhm. Alter, mit fucking 18 brauchst du keine Ausbildung machen. Warum? Weil du hast einen Skill gelernt durch fucking YouTube. Richtig. Und durch halt probieren und machen, weißt du, meine? 100%. So, Alter, dann gehst du irgendjemand krass und machst für den paar gratis Videos, dies, das, bumm, hast einen krassen Job gelandet, 2-3k im Monat gemacht. Genau. Mehr als jeder, der studiert hat oder was auch immer. So. Genau. Und wie einfach durch fucking Technologie smart nutzen. Ja, das heißt, wenn du auch also Kinder hast, ne, gib dir nicht irgendeinen scheiß Entertainment-Kack. Gib dir mal, wo die einen Skill lernen. Ja, also selbst wenn das so ist. Irgendwas Ordentliches. Die sollen sich mal was anschauen. Ja, wirklich. Ja, auch wenn es nur Puzzeln ist, Alter. Ja, auch den verdammten Puzzle. Ist so. Damals, ich kenne auch Nintendo DS, Takeshis Gehirnjungle oder so. Weißt du? Gibt es deinen Kindern zum Spielen, aber die denken wenigstens ein bisschen nach. Weißt du? Ja, aber du kannst ja auch viel gezielter auf deine Kinder dann eingehen. Also wir als unsere Generation, wir können ja viel gezielter so die Fähigkeiten unserer Kinder fördern. Genau, sehen, aber das sind wir. Ja, okay. Das sind wir. Wie sind andere Gleichaltrige oder so? Wie sind diese Leute drauf? Man muss immer differenzieren. Wir sind sehr, sehr, sehr weit von der
realen Welt entfernt. Sehr weit, vor allem mental gesehen. Ich kann gar nicht mehr teilweise nachvollziehen, wie diese Menschen, die halt so gesehen einfach Trapped sind, denken. Kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Ja. Deswegen, du musst immer überlegen, jetzt denk mal einfach mal an alte Bekannte zurück. Denkst du, die könnten ihr Kind ordentlich aufziehen? Ja, klar, aber es ist so, sag ich mal, gezielt. Also du kannst ja, also wenn du bewusst lebst und bewusst dir selber bist, dann kannst du halt das voll nutzen für deine Kinder. Und das ist das Ziel. Ja. Also richtig, das ist der Ziel unserer Generation. So würden wir das ja machen. Genau. Aber ich denke, ein Konsument von Social Media wird seinem Kind das Konsumieren von Social Media beibringen. Mehr kann er dem nicht geben. Willst du abgelenkt sein? Willst du entertained sein? Bevor die langweilig ist und du keine Ahnung was hast? Und die hier den Screen an. Die würden sich noch abends beim Abendessen über die Influencer unterhalten. Hast du gesehen hier, wie die Leute, keine Ahnung was, so trapped sind. Deswegen, was wird denn aus dieser Generation entstehen? Weil jetzt die Generation, die wurde ja durch die Technologie, die jetzt neu dazukommt, in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, ja, wurde ja zum Konsumenten übelst getrimmt. Ja? Jetzt sind ja wie viele Watchstellen haben die. Natürlich. Aber jetzt die Kinder von denen, die jetzt so groß werden, schon mit 6 Jahren oder was, ja? Teilweise schon jünger, Alter, wie werden die wohl klarkommen in der Welt? Ja. Und wie werden unsere Kinder klarkommen mit einer Generation, die noch schlimmer ist als unsere jetzt, also jetzt die Generation? Übel. Ist auch. Ja. Und das Schlimme ist, dass wir sehen ja die neue Agenda, wie die immer mehr eingeführt wird. Ne? Ich brauche da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Besser nicht. Wir sehen ja, wie die neue Agenda komplett alles gerade drunter und drüber alles wirft. Das Schlimme ist, in 3 Generationen sind wir weg und unsere Glaubenssätze sind weg. Mhm. Und wie sieht dann die Welt aus? Ja, das ist jetzt Worst Case. Das wäre jetzt Worst Case. Das wird so kommen. Es wird so kommen. Es wird so kommen, glaub mir. Ich weiß, Optimist, aber die Unterdrückung wird zu heftig. Du merkst ja jetzt schon alleine, wie Plattformen, wie beispielsweise Streaming-Plattform Twitch anfängt, bestimmte Dinge zu regulieren. Mhm. Regulieren. Okay, das ist nicht, wir verbieten es, sondern wir regulieren, bla bla bla. Es kommt immer nur hinterrücks. Würden wir sagen verboten, dann wäre direkt so, hä? Aber ja, wir regulieren nur, wir sind ja keine Diktatur, genau. Das ist Demokratie. Genau, ja. So. Du darfst nicht mehr dies machen, du darfst nicht mehr das machen, du darfst nicht mehr das sagen und du darfst nicht mehr da Werbung machen, bla bla bla, was auch immer da alles ist. So, das ist alles, von jeder Ecke kommt das immer mehr. Immer mehr. Genau wie die Musik immer mehr in eine bestimmte Richtung geht, genau wie die Filme immer mehr in eine bestimmte Richtung gehen. Hast du mal einen guten Film gesehen, der jetzt irgendwie in den letzten 5 Jahren rausgekommen ist? In den letzten 5 Jahren? Guten Film? Boah, da müsste ich einen richtig überlegen. Guten Film wie Interstellar zum Beispiel? Da müsste man echt lange überlegen. Oder Inception oder so. Irgendeiner, der tiefgründig ist. Habt ihr Oppenheimer gesehen? Ich habe gehört, der soll gut sein. Ja, aber was ist... Was ist das für ein tiefgründiger Hintergrund, wo du dann über dein Leben nachdenkst und daraus einen Entschluss ziehen kannst, dass du sagst, okay, Digga, diese Realisation hat mich in meinem Leben weitergebracht. Ja, safe. Weil genau das sollte ja ein Film tun. Der sollte dich nicht nur mit Emotionen wecken, sondern er sollte dir ja eine bestimmte Perspektive geben. Beispielsweise, wie du sagst, Kriegsfilm, dann kannst du froh sein, dass wir hier keinen Krieg haben. So in dem Sinne. Weißt du, ich meine? Sei mal froh, dass wir keinen Krieg haben. So könnte es aussehen. Genau, weißt du? Sowas zum Beispiel. So sollten eigentlich Filme gestaltet sein, sind sie aber nicht mehr. Heutzutage ist nur noch, siehst du Schauspieler, fette Arsch, fette Titten. Dann siehst du Schauspieler, die dann da Drogen konsumieren und immer, die wollen alle Stars werden und dann auf einmal kommen die in den Teich der Reichen. Auf einmal der Teich der Reiche sind immer die richtig schlimmen Leute und dann kommen die wieder weg, Ende des Films, Happy End, ich bin immer noch broke, aber mir geht's gut, weil die Reichen sind die Schlechten, bla bla bla. So. Das Geilste nach so Art Film, muss man ehrlich sagen, die Story, was war jetzt die Story so? Genau. Das ist mir gar nicht im Kopf geblieben. Weil ich meine, du hast den Film gesehen so, hier war Höhepunkt, da war das, okay, bisschen Action. Ja. Aber was war die Story? Was war der rote Faden? Und der Film ist immer gleich. Digga. Ja. Es ist immer gleich. Einfach durch. Ja. Und es ist immer gleich. Jeden Film, den ich mir anschaue, ich brauche nur zwei Key-Faktoren sehen. Ich brauche nur sehen, okay, hat jetzt der Schauspieler auf einmal da im Café irgendein Mädchen schön angelächelt? Ja, die kommen am Ende zusammen und dann wird dies kommen und dann wird das und dann bla und Ende. Wo bleibt die Spannung? Ja. Wo bleibt das Leben? Oder hast du es einfach nur für Massenproduktion, damit du die Menschen betäuben kannst vom Moment? Ja, die stehen doch drauf, Digga. Genau, siehst du doch auf Netflix, diese bekloppten hier, Too Hot to Handle oder so? Irgendwie sowas, die ganzen, mit den 7 Staffeln oder so, ist wo die eigentlich genau das gleiche machen. Ich hab da mal reingeguckt, Love Island und so. Ja, ist es das so? Ist das so, Too Hot to Handle? Ja, auf einen Fleck, irgendwelche losten Leute auf einen Fleck, die alle nur dadurch eine Social Media aufbauen wollen. Ja, das ist aber das Krasse, weil die Frauen, die werden richtig da reingezogen. Also so, sag ich mal, Frauen in meinem Alter, die sind so heftig da drin, dass die sich unterhalten. Zum Beispiel war ich letztens beim Friseur und ich sitze da so und ich wollte jetzt nicht so still sein, weil ich bin ja von der Person nicht so schüchtern, sag ich mal.
Aber ich saß da und die reden einfach, hast du schon gelesen bei Promi Flash über Love Island, der hat jetzt schon wieder was mit dem und die mit dem und so und so. Und dann dachte ich mir nur, ach du Scheiße, wie lost seid ihr. Also und so sind ja echt 80-90% der Frauen. Ist auch. Die verfolgen gar keine eigenen Ziele mehr. Die immer leben mit dem Leben anderer Leute beschäftigt. Ja, genau, genau. Immer wieder. Genau, aber das, da muss man sagen, da wurden die Frauen aber auch hingedrängt. Ne? Ja. Die Frauen wurden aus dieser ich nehme mein Leben in die Hand Schiene immer weiter weggedrückt. Weißt du, ich meine, durch die alten Werte, Frau muss zu Hause kochen und sowas, habe ich auch nichts gegen. Weißt du, wenn Charlene jetzt sagt, ey, ich möchte kein Business mehr machen, ich möchte einfach der Halt unserer Familie sein, wenn wir auch später Kinder kriegen, ich möchte kochen und so weiter und dies und das, verstehe ich. Safe. Frau ist im Endeffekt, ich bin kalt, Charlene ist warm. Ja. Charlene wärmt mich, meine Kälte auf, mit ihrer Wärme, genauso wie sie dann später den Kindern die Liebe geben wird. Sie wird der Halt sein, weißt du, ich meine? Das heißt zum Beispiel, sie wird natürlich, das ist klar, sie wird eine viel engere Bindung zu unseren Kindern haben, als ich es zum Beispiel habe, weil sie der Halt der Familie ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Es geht meistens so, von mir geht es durch sie an die Kinder. Genau. Verstehst du, was ich meine? Genau, genau, genau. So, und das ist so gesehen normal. Ne? Natürlich gibt es dann auch unternehmerische Frauen, die da richtig am Start sind und sowas, aber die meisten Frauen wurden doch in die Schiene hingedrückt. Du hast diese Leichtgläubigkeit, die Östrogene der Frau hast du ausgenutzt, indem du ihnen einen Samen in den Kopf gepflanzt hast. Das ist, spritz dir die Lippen auf, mach dies, mach das, steck deinen Arsch im Club. Wenn du mit Schein beworfen wirst, ist gut. Bla, 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 bad bitch, jedes Lied und so weiter. Ne? Das ist, du wurdest dahin getrimmt, du wurdest speziell, du wurdest professionell, sage ich mal, jetzt einfach so als Frau da rein gezüchtet. Ja, vor allem, wenn du jetzt mal Social Media anguckst. Guck mal, wie der TikTok-Algo funktioniert. Ja. Du swipest jedes zweite Video irgendeine Shaken Arsch. 300.000 Likes, weil es genug Konsumenten auch gibt, wo die Männer hingedrückt wurden. Natürlich. Das ist dann das nächste Thema. Genau. So, aber die Frauen, diese Östrogene und die Leichtgläubigkeit, die Nicht-Dominanz der Frau wurde ausgenutzt. Ne? Weil letztendlich, wir sind Männer, einzige, was uns dominant macht, ist Testosteron. Ne? Deswegen wird auch den Männern immer mehr Östrogene beigeflößt, sei es jetzt, klar, viele Leute werden sagen Verschwörungstheorie, aber sei es jetzt Leitungswasser. Östrogene, die Bier. In den Leitungswasser drin sind, Bier zum Beispiel, Bier, weibliche Hopfen. Das sind die wenigsten. Genau, weibliche Hopfen, Tiefkühlware und sowas ist, glaube ich, in diesem, damit das nicht verfault und damit das so kalt bleibt, sind, glaube ich, auch Östrogene, irgendwie so östrogenähnliche Gene und sowas einfach drin. In vielen Lebensmitteln, die gentechnisch verändert sind. Richtig, damit du als Mann immer mehr kontrollierbar wirst. Weil es weniger Fleisch ist ganz wichtig. Genau, weniger Fleisch, ne? Ja. Vegan, ist dein ganzen veganen Scheiß, der gepresst wird die ganze Zeit, damit du immer mehr zur Frau wirst und immer mehr Kontrolle über dich gewonnen werden kann. So. Ja, ganz einfach. Also so funktioniert es. Und das ist halt die Scheiße, weißt du, ich meine? Weil versuchen die Menschen ja immer wieder von ihren eigentlichen Werten immer zurückzuholen, weißt du? Ja. Also ich meine, wegzudrängen von ihren eigentlichen Werten. Ja. Das kann ja zum Beispiel sein, dass sie die Frau jetzt zum Beispiel nehmen und in so eine Schiene reindrücken, die Männer immer weiblicher machen. Genau. Die bringen die von ihren eigentlichen Rollen weg, somit machen die eigentlich nur Massenmanipulation. Kontrollierbar. Ja. Ja. Genau. Ja, also, genau wie dann deine Frau zu Hause, wenn du ein Mann bist, der die ganze Zeit arbeiten geht, schaut deine Frau sich die ganze Zeit an, genau wie dein Kind, wird erzogen von Social Media, von Fernsehen, von äußerlichen Einflüssen, weil, meine eine Freundin hat mir ja erzählt, dass ihr Mann immer auf der Arbeit ist und dann bin ich dem fremd gegangen und habe ich mich wieder richtig jung gefühlt. Weißt du? So, und dann kommst du nach Hause als Mann, bist kaputt von der Arbeit, ballerst Conti-Schicht oder was auch immer, hat die keinen Bock, nicht mal dir was zu kochen, macht die Tiefkühlpommes mit Currywurst oder sowas. Isst du das? Und danach fuckt die dich noch ab, dass du nicht genug Geld nach Hause bringst, der kein ordentliches Leben geben kannst oder keine Aufmerksamkeit ihr schenken kannst. Weißt du, ich meine? So. Was ist das für ein Leben? Weißt du? Und dann entsteht dadurch, weil die Frau auch immer mehr unabhängig wird, was jetzt immer mehr dazu kommt, ne, dass die Frauen unabhängiger werden, oder dieses Feminismus, Frauen sind selbstständig und so weiter, wird die Frau so gesehen, stellt sich immer wieder weiter nach oben, auf die gleiche Ebene vom Mann so gesehen, weil es vorher, ich sag nicht, dass eine Frau unter dem Mann steht, Charlene und ich sind gleichgestellt in unserer Beziehung, genau wie jede andere Frau, die mir gegenübersteht, von mir gleichgestellt ist, weil Mensch ist Mensch, ne, Östrogen oder Testosteron ist scheißegal, aber so war es ja normalerweise, weil der Mann bringt ja das Geld nach Hause, zack, die Frau kommt hoch, fangen sich auf einmal an zu beefen, der Mann hat Kopfschmerzen, hat keine freien Gedanken mehr, ist auf der Arbeit nur noch, kommt nach Hause, denkt nur noch nach, darüber, dass meine Frau mich abfuckt und bla 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 bla, hat keinen Fokus mehr, das heißt, er kann nicht nachdenken, um sein Leben mal ins Positive zu verändern. Mhm. Genauso die Frau ist damit beschäftigt, ihren Konsum zu füllen, den sie von außen eingetrichtert bekommen hat, ihren Ego. Ja. Fertig ist. Mhm. So. Ja. Und das ist die Psyche der Menschen, wie sie heutzutage ausgenutzt wird, wie das heutzutage läuft. Genauso wie die Frauen immer so gesehen weiter
Die Menschen denken, dass die Frauen immer weiter nach oben gehoben werden, weil Frauen unterdrückt worden sind und Feminismus und alles, dass jetzt die Frauen stärker werden, so, die sollen sich nicht mehr unterdrücken lassen von den Männern, bla bla bla. So. Und dann unterstützt der Staat natürlich das. Ne? Ist ja aber klar, dass der Staat das nicht nur unterstützt, damit es den Frauen besser geht, sondern wenn ich jetzt sage, dass die Frauen gleich viel Geld wie die Männer verdienen, dann verdienen mal eben 8, 9, 10 Millionen Frauen in diesem Land 20-30% genau. mehr Gehalt, ja. von denen mehr Steuern, abgeht. Ja. Und die kommen dann in die Tasche rein. Genau. Daran denkt keiner. Genau. Weißt du, ich meine? Ja. So, ja. Das sind diese ganzen Dinge. Und deswegen ist es für mich so traurig, dass es ausgenutzt wird. Und so ist es in der Gesellschaft angekommen, dass die Frauen immer mehr unterdrückt werden. Und weil die Männer da auch hingetrimmt werden, haben die Frauen immer mehr Insecurities, weil dann auf einmal die Männer sich die ganze Scheiße bei TikTok geben, selbst wenn es nur beim Vorbeiswipen ist. Ich scroll selten auf TikTok, aber ich sehe trotzdem Weiber, die mit ihrem Arsch wackeln und sowas, obwohl ich das gar nicht sehen will. Mhm. Und wenn ich dann zum Beispiel swipe und dann schaut Charlene von der Seite drauf, sieht die das und denkt dann wahrscheinlich, oh, es gefällt ihm. Und somit hat sie, weil sie keinen operierten Arsch hat und dies und blau und jenes, hat sie Insecurities und kommt damit nicht mehr klar und so macht Brain Fog. Weißt du, ich meine? Mhm. So, ja. So wird das immer mehr in diese Richtung gedrückt. Ja. Ja. So, die ganze Zeit. Alles nur, Hauptsache immer, Gesellschaftsspaltung. Damit du irgendwann mal einfach alleine dastehst. Ja. So, so funktioniert der ganze Shit. Du musst ja auch überlegen, wie ist das überhaupt erklärbar, dass die Technologie in den letzten, ich sag mal, jetzt sagen wir 50 Jahre immer weiter zugenommen hat und die Menschen systematisch immer ärmer wurden und systematisch immer nicht nur mehr der Mann der Alleinträger der Familie war, sondern dass auf einmal jetzt Mann und Frau arbeiten müssen. Mhm. Wie kann das sein? Ja. Ja, wir haben jetzt eine höhere Technologie, wir haben bessere Maschinen, wir haben einfachere Prozesse, es ist deutlich einfacher, wir haben jetzt teilweise Roboter, die über die Plantage fahren und die Sachen pflücken. Wie will man das erklären? Ja. Ja? Es ist einfach mit System passiert, mit Kalkül. Ja. Also bewusst wurden die Menschen dahin gedrängt, dass Mann und Frau arbeiten müssen. Weil so konnten die natürlich auch die Kinder nehmen und sie kontrollierbar machen und formen genauso, wie sie wollen. Also der Mutter entnehmen und dem System überlassen. Wenn du Kontrolle über die Kinder hast, hast du Kontrolle über die Zukunft. Genau, ganz richtig. Einfach. Genau, safe. Weil du stirbst in 20 Jahren, 30 Jahren. Oder in 20 Jahren bist du schon nicht mal in der wachwürdigen Rente. Bist. Die denken ja nicht in 10, 20, die denken in 3, 4, 5 Generationen. Generationen, genau. So weit geht das. Überleg mal, wie ist das passiert jetzt mit beispielsweise, ich weiß nicht, JP Morgan, glaube ich. Wie die schon vor 200 Jahren oder sowas angefangen haben, die Medizinindustrie aufzukaufen und sowas. Oder Goldman Sachs, glaube ich, hat vor 200 Jahren angefangen, die Industrie aufzukaufen, damit wir heute so gesehen ein neues medizinisches System haben. Kann ich nicht tiefer drauf eingehen. Vielleicht irgendwann mal, wenn eine Plattform das mal anbietet, können wir das machen. Kann man aber nicht so viel drauf. Aber so, weißt du, die denken weit. Auf jeden Fall alles Marketing. Genau, alles Marketing auf jeden Fall. Ja. Aber ja, so ist es, ne? Und dann die Frau, die Männer unterdrücken dann immer mehr natürlich auch die Frauen, weil die Männer dann immer insecurer werden, weil du gehst ja dann natürlich durch den Konsum durch Social Media, siehst du, andere Leute sind am Ballen, andere sehen gut aus, weißt du, ich meine, du fängst dich an zu vergleichen, du siehst scheiße aus und weil du selber mit dir Insecurities hast, sperrst du dann deine Frau ein, weißt du, ich meine, und sagst, du darfst nicht das, du darfst nicht hier, du darfst nicht arbeiten gehen, weil genau, du hast Männer, du darfst nicht Club gehen, damit die bloß nicht abhauen, nach dem damit die bloß nicht abhauen, die dürfen gar nichts von der Außenwelt sehen, nur mich so gesehen, weil wenn die mal jemand anderen sieht, sieht die, der Typ ist viel krasser als ich. Weißt du? Ja. Und dann würde die mich verlassen. Ja, so. Und das ist das grundlegende Problem der Gesellschaft. So, es zählen keine wirklichen Werte mehr. Es zählt nur noch das, was denken die anderen. Was denken die anderen über mich und wie sehe ich für die anderen aus? Mir ist das scheißegal. Mhm. Ich trage diese Sachen, ich könnte hier auch nackt sitzen. Es ist mir scheißegal. Ich fokussiere mich auf mich selbst. Das alles hier, die Brille, das hier, die Uhr, alles habe ich nur für die Leute außen an, damit die Leute mir eher zuhören. Aber mich selber interessiert das nicht. Ich weiß, ich kann hinter die Kulissen schauen. So, das ist so gesehen nur ein Lockmittel für die Masse. Dass die Masse, weil wenn ich das hier anhabe, weil die Erfolgsmonetarisierung, habe ich ein Video dazu gemacht, heutzutage nur in Konsumgüter besteht, wie eine Uhr, wie dies, wie Hose, bla bla bla, Klamotten, Markensachen und so weiter, Lambo. Ja. Das sind die ganzen Dinge. So, wenn du die hast, dann hören dir die Leute erst zu. Und wenn ich diesen Weg gehen muss, um die Leute aus dieser Trap rauszuholen, dann werde ich das tun. Weil bevor ich mir das gekauft habe und die ganzen anderen Dinge, hätte ich mir schon 50 davon kaufen können, 2 Jahre zuvor. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich habe aber lange gewartet.
Und irgendwann mal habe ich den Entschluss gefasst, dass man diesen Weg einschlagen muss. Mhm. Weil anders wirst du nicht anerkannt in dieser Welt heutzutage. Na klar. Und das ist das Kranke. Das ist das Verrückte. Das ist du kannst nicht mehr mit Werten bezahlen. Ja. Du kannst nicht mehr reden und die Leute hören dir zu. Du kannst nur noch damit punkten. Ja. Nur noch. Ja. Du bist sonst nichts. Das ist automatisch kredibel sofort. Du kommst rein, zeigst, die gucken auf die Uhr. Oh, der ist am Start. Genau. Ja, genau. Mit dem will ich reden. Ja. Dem will ich zuhören. Weißt du? Genau. Da kommen diese ganzen Effekte erst zustande. Richtig. Mhm. Und die Massen sind halt so. Ja, ja, warum... Hast du jetzt, ich meine, jetzt kommt so langsam fängt so ein Umbruch an, ja, da kam so Gary Vee mit rein und alles so, der so Talks gemacht hat, ja, wo sich jetzt eine bestimmte, ich sag mal, Kategorie für Menschen dafür interessiert, aber damals war es ja wirklich so, du bringst ein informatives Video raus, du bringst echten Mehrwert, und das wird kaum geklickt. Ja, es geht unter an der Menge. Du wirst dann siehst du einen Lamborghini oder ein Batzen Geld, der gehalten wird und das Ganze wird geklickt. Ja, ja. Ist auch. Wie kriegst du die Aufmerksamkeit der Leute, um die auch für andere Werte dann frei zu machen? Du musst denen das erstmal zeigen. Richtig. Damit die erstmal dahinter blicken und dann den Entschluss fassen, okay, ich interessiere mich mal für die Person dahinter, die hinter diesen Mitteln steht, und dann hast du sie. Ja. Dann kannst du wirklich auf sie zugehen und auch wirklich Leben verändern. Ja. Weißt du? Ist auch. Ja, die Leute wollen halt immer nur das Ziel. Das ist ja, merkt man ja auch auf TikTok, diese Schneeballsysteme, dass die zeigen dann hier, ich habe dieses Jahr 9 to 5 gekündigt, bin nur noch am Reisen und hier und da arbeite von überall. Und die Leute wollen das natürlich, die sehen das, denken sich, ja, ich will auch so, ich bin hier immer noch auf Arbeit. Aber die sehen halt nicht, was dahinter steckt. Also bei den Leuten steckt natürlich nichts dahinter, aber zum Beispiel jetzt bei uns, wie viel Arbeit dahinter steckt, sowas aufzubauen, so eine Selbstständigkeit, das ist kein normaler Job. Ja. Das ist nicht nur, das ist nicht nur Copy-Paste, Copy-Paste Nachrichten, die Leute anwerben. Genau, so, ihr wisst es ja, wir sind alle am Start. Weißt du? So kündigen und ein neues Leben anfangen, wo man nur reist. Das ist ja lächerlich so. Das ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt. Ja, ist auch. Also ist so ein Lebensabschnitt. Und das ist bei mir seit 2,5 Jahren so. Deswegen heißt es ja auch selbst. Selbst und ständig. Genau, da bekommt auch nochmal hier dieses Sprichwort, dieses altklassische Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Weil wenn du am Ziel angekommen bist, was machst du dann? Ja. Wenn du die ganzen Konsumgüter hast, die du einst angestrebt hast, wenn du jetzt die Villa hast, du hast vielleicht eine Yacht später noch, du hast die Uhren, du hast alles. Ja. Aber du bist dann leer, weil du für nichts mehr brennst. Genau. Ja? Richtig. Das heißt, du brauchst eine viel größere Vision. Selbst wenn du die materiellen Dinge hast, um voranzukommen, musst du an ganz, ganz großen Dingen arbeiten. Ist auch. Ja. Weil so kriegst du die Erfüllung. Und das ist ja auch das Thema, worüber viele Menschen sprechen. Es gibt zum Beispiel Arbeitnehmer auf der Firma, die sagen, boah, der Chef, der hat so viel Geld. Warum geht er überhaupt noch 10 Stunden arbeiten am Tag? Ja. Das macht gar keinen Sinn. Ja. Doch, es macht Sinn, weil er arbeitet nicht mehr für Geld. Weil mit Geld schaffst du dir Freiheit und Konsumgüter. Freiheit hat er jetzt dadurch schon bekommen, wenn er will, hat er sie auf Knopfdruck. Und die Konsumgüter hat er auch. Also wofür arbeitet er? Er arbeitet nur für die Mission. Genau. Für den Mehrwert für die Gesellschaft. Richtig. Um was zu bewegen. Ist so. Ja. Und das muss man auch verstehen. Vor allem jetzt so unsere Generation, die Leute, die jetzt auch das Video gucken, so... Es geht halt nicht um dieses, ich muss kündigen, ich muss reisen und dies und das, ich muss das jetzt sofort alles haben, diesen Lifestyle, sondern was bist du in dir drin, welche Mission hast du, wo willst du hin und nicht nur, was ist ich will dein irgendwie Purpose? Geld verdienen und schnell kündigen und einfach reisen. So. Sag mal so, das ist die menschliche Natur, das Gras ist immer grün auf der anderen Seite. Du willst immer das haben, was du jetzt gerade nicht hast. Ist so, genau. Ist so. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du irgendwas findest, was dich erfüllt. Ja, für mich beispielsweise ist Content Creation. Ich liebe es, so diese kreative Ader laufen zu lassen und sagen, okay, ich erstelle jetzt aus so einem geilen Szene und dieser geilen Szene mache ich diesen geilen Übergang, weil es dieses Kreative. Das erfüllt mich übel. Deswegen sage ich auch, Trading für mich ist einfach nur das Weg zum Ziel. So, ich nehme Trading, Sprungbrett, okay, jetzt kann ich mich auf Content Creation konzentrieren. Weißt du, meine? Weil das macht Spaß. Wenn ich an einem fucking Video sitze, 18 Stunden. Alter, ich bin 18 Stunden die ganze Zeit am Ballern. Ich hoffe, die Uhr, Alter, was geht ab? Zeit ist umgegangen. Ja. Weißt du, ich meine? Und das kennen auch einige schon, wenn die irgendwas machen, wo die Zeit einfach bumm rum ist und die denken, hey, wo ist die Zeit denn? Ja, dann hatte ich diese Tätigkeit, die du gerade gemacht hast, halt so abgelenkt von der Zeit und von allem anderen, dass du einfach nur da drin warst. Genau, du hast Raum und Zeit. Natürlich muss man aufpassen. Ja? Das System hat natürlich auch da wieder schlaue Finger gemacht. Die meisten machen das mit Zocken. Wie viel Zeit verdienen die Zocken? Richtig. Ja? Aber deswegen sage ich ja, du musst auf jeden Fall etwas finden, was dich erfüllt, wo du halt gar keinen Bezug mehr zu Zeit und Raum hast. Wo du einfach nur. Genau. Weil da gehst du auf. Da gehst du auf. Und das macht Spaß. Ja? Genau. 100%. Ja. 100%. Weil im Grunde genommen kann man ja auch sagen, die Menschen, die jetzt wirklich die ganzen Sachen anstreben, dieses Materielle, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht den Purpose anstreben, sondern das Materielle, die Menschen haben meistens auch wirklich ein Ego-Problem. Die haben sich einfach noch nicht selber gefunden. Ja. Weil das einer der geilsten Sachen im Leben tatsächlich ist,
gratis. Die meisten Dinge, die wirklich geil sind im Leben, sind gratis. Geile Freundschaften, Familie, Liebe, Luft, Natur. Die gratis sind aber auch unbezahlbar. Ja, so ist es. Die sind gratis. Und die Menschen verchecken es einfach. Die werden halt mit diesen gesamten Sachen abgelenkt. Mhm. In dem Sinne. Ne? Genau. Und um diese gratis Sachen richtig schön genießen zu können und jetzt vielleicht auch die Früchte eines schönen Lebens auch mal mitnehmen zu können, brauchst du halt auch Freiheit. Und Geld ist dafür die Eintrittskarte. Mhm. Richtig. Genau. So. Das heißt, du kommst nicht dran vorbei, Geld zu verdienen. Wir leben in diesem System. Wie sehr Geld unnötig ist und so weiter, du brauchst Geld in dieser Welt. Ja. Genau. Und natürlich sind auch Konsumgüter wie ein Lambo natürlich geil. Ja, das ist natürlich. Klar. Das ist auch. Aber das ist im Endeffekt, jeder hatte diesen Kindheitstraum und man erfüllt sich den irgendwann mal. Der eine früher, der eine später. Aber wenn du es hast, du musst davor schon wissen, dass du davon nicht dein Glück abhängig machst. Genau. Dass du davon dein Leben abhängig machst, dass du sagst, das wird mich erfüllen, weil würde ich nicht. Ja. So. Ja, viele leben ja so. Wenn das, was dich erfüllt, das, was dich erfüllt, kann man nicht kaputt machen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das heißt, ein Lambo kannst du gegen die Wand fahren. Liebe kannst du nicht kaputt machen. Mhm. Freundschaft kannst du nicht kaputt machen. Außer der Gegenüber macht sie kaputt. Ja. Aber wenn es eine wirkliche Freundschaft ist, ich habe keine Intention, ihn zum Beispiel oder ihn, wir sind Brüder, natürlich ist das anderes, aber ich habe ja niemals die Intention, ihnen etwas Schlechtes zu tun oder sowas, sondern das, was ich immer tue, ist versuchen, das Bestmögliche für diese Person, das Bestmögliche für ihn selbst zu geben oder ihnen den Mehrwert für sich selbst zu geben. Aber niemals würde ich ja probieren, diese Menschen irgendwas Schlechtes zu tun. Verstehst du, was ich meine? Ja. So. Ja. Und wenn das so von meiner Seite ist, und natürlich hoffe ich von seiner Seite auch, von deiner Seite, ihrer Seite, was auch immer, auch, dann kann sowas ja gar nicht kaputt gehen. Genau. Oder? So. Verstehst du, was ich meine? Ja. Vor allem, wenn du an einem Strang ziehst und einen Weg gehst. Ja, vor allem jetzt in dieser Kombination, wie wir uns gefunden haben. Ja. Das ist schon was ganz, ganz Besonderes, weil man arbeitet nicht mehr nur so für sich in seinem eigenen Loch, sondern man arbeitet an etwas, was größer ist als man selbst. Genau, an einer großen Vision. An einer großen Vision, am Ende des Tages. Ist auch, weil alle haben verstanden, dass dieser kurzfristige Dingens, weißt du, der kurzfristige Kick nicht das ist, das was man braucht, weil jeder schon so weit in seinem Leben angekommen ist, den Kick mal hatte und verstanden hat, oh, ist wirklich nicht das, was sein muss. Ja. Und dann hast du es vielleicht als einsamer Wolf so gesehen geschafft und was hat dir das gebracht? So, am Ende stehst du alleine da und hast das und du hast nichts drumherum. Ja. Kannst du niemandem diese Erfahrung teilen. Mit niemandem diese Erfahrung teilen. Vielleicht hast du ja dann Beziehungen, dann kannst du es ja auf eine Art und Weise, aber in einer Gruppe oder in einer Gemeinschaft zu leben, weil so sind wir eigentlich von Natur aus und evolutionär her getrimmt. Mhm. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Ist auch natürlich. Horde, immer noch eine Horde. Ja. Deswegen gibt es auch Deutschland und Frankreich, sind im Endeffekt Gruppierungen. Ja. So, und ganz einfach. Ja. So, dass die Menschen heutzutage alleine leben, ist nur, weil wir eigene vier Wände auf einmal haben. Und da kommen wir jetzt nochmal auf das Thema zurück. Warum ist das so, dass die Menschen sich von so Gruppierungen so abgewandelt haben? Weil die dahin getrimmt worden sind. Richtig. Mhm. Weil die dahin getrimmt worden sind, nicht mehr in Gemeinschaften so zu bleiben. Genau. In Gemeinschaften zu arbeiten. Ja. Ja. Du kommst, wie schwer ist es wirklich, ein vernünftiges Team mittlerweile aufzubauen? Ja. Wie schwer? Ja, unglaublich. Weil jeder ist geframed. Der andere hat keine Zeit, der andere hat Kostendruck, der andere hat der andere hat das. Der andere hat dies. Der andere hat Probleme, der hat hier Beziehungsstress, wegen diesem Konsum wahrscheinlich. Genau. Es ist so schwierig, eine Gruppe Gleichgesinnter zu finden, deswegen ist das schon was ganz Besonderes hier. Das ist Gold wert. Ja, das Krasseste, was halt jetzt, sag ich mal, sich so herauskristallisiert hat über die Zeit, ist einfach, dass das Ego bei allen eine übelst krasse Rolle spielt. Also jeder hat sein Ego und keiner kann das mal beiseite legen, so ich steck das jetzt mal ein für die Gruppe, für die gemeinsame Vision und steck mal so meine Vorlieben oder was auch immer, meine Eigenschaften, Interessen zurück, damit die Gruppe sich gemeinsam formt und wir zusammen die Ziele erreichen, sondern alle wollen halt einfach nur für sich das Gute. Ja, also alle wollen für sich die Vorteile. Vom Ego geleitet. Genau, und das ist die Leute halt das wollen immer den Leute wollen immer den eigenen Profit. Voll. Immer. Ja. Alle wollen immer nur, alles soll zu mir rein in meine Tasche, wir machen Business, du machst 100, ich mach 200 oder so es sein. Ich will dir aber nicht mal die 100 geben. Damit du die 100 kriegst, musst du schon fragen. Ah, ja. Das wollen immer die Menschen, weil die Menschen denken immer nur an ihren eigenen Arsch. Weißt du? Und wie ist es sonst? Wie ist es aber, wenn es geil ist? Wie wenn es bei uns ist zum Beispiel? Bei uns ist alles in einem Topf. Weißt du? Bei uns ist, wir fliegen nach Dubai, wir brauchen dafür eine Mansion oder ein Penthouse mit 5 Schlafzimmern und dies und blau und jenes oder was auch immer. Boom. Aus einem Topf raus, weil alle arbeiten an derselben Vision und diese Vision wirft das ab in einen Topf und der Topf
spendet dann für uns alle. Genau. So gesehen. Und so läuft das die ganze Zeit. Der eine mehr, der eine weniger, weil er mehr oder weniger Effort reinsteckt. Ja, so das einfach ist das. Dieses Konzept basiert ja auch tatsächlich auf dem, wie es ja damals gelaufen ist. Ich sagen, ja. Natürlich. Von zig, hundert Jahren. So war es ja damals. Ja, ja. Die Beute wurde rangeholt, die wurde auf die Gemeinschaft verteilt. Jeder hat gegessen. Ja. Jeder. Ja. Ja. Aus der gleichen Jagd oder Sammlung, sagen wir mal so. Ja, genau. Und jetzt? Guck dir das doch jetzt an, wie scheiße das ist. Mhm. Guck dir das doch an, selbst auf Geschäftsführerebene, die Leute haben die übelsten Contracts am Start, Alter. Ja. Und sich gegenseitig schon Pistole an der Brust. Ja, ja, genau. Ja, aber denk mal allein schon, wie es damals war mit Familie, ja. Ich glaube, da kann sich sogar jeder von uns dran erinnern. Damals gab es ja ein Haus und da waren mehrere Generationen drin. Mhm. Opa, Oma ganz oben, ja, Eltern da und die Kinder da unten. Boah. Ja, eine Familie, eine Riesenfamilie in einem Haus. Ja, die Kinder ziehen nicht direkt aus, weil warum? Die zahlen da Miete, das ganze Geld, was eigentlich in der Familie geblieben wäre, geht daraus, ja, ja. Zahlen dreimal verschiedene Miete, warum? Ja. Können auch im Haus bleiben, ja, genau. Und dann geht das ganze Geld in einem Topf und davon kann die Familie beispielsweise ein Business aufziehen, das machen, zahlen nur einmal Miete, zahlen nur einmal Stromkosten, zahlen nur einmal das. So ist ja der Familienkern viel stärker. Ja. So kann sie nicht eine Familie auch etablieren über Generationen hinaus. Aber wie es jetzt ist, Kind ist 18, wird entweder rausgeschmissen von Eltern oder zieht selber aus, weil denkt, ich muss jetzt irgendwie krass werden. Ja. Ja, dann kaufe ich direkt Auto auf Leasing und was weiß ich. Aber die Familie an sich übelst weak deswegen. Natürlich, ist auch. Ja, jeder kämpft halt um sein eigenes Überleben ist in auch. Dem Sinne. Ja. Die meisten Eltern heutzutage, die können halt selber nicht mal richtig überleben. Also die wissen, die haben sich erstens selber nicht mal richtig gefunden, die leben nicht bewusst, die haben nicht genug Geld, um sich selber über Wasser zu halten. Und wie sollen dann. Die können auch nichts. Die können nichts gut, die haben sich nicht selber gefunden. Keiner lebt bewusst. Genau, und das alle ist halt das Problem, ne? Ist so, und deswegen zerbrechen auch so viele Familien. Ja, weißt du, ich meine? Ja. So, das jetzt, in meiner Situation jetzt habe ich nur Daniel. Ne? Ich habe nur Daniel so gesehen. Klar, ich habe jetzt zum Beispiel auch noch Victor als mein Cousin und meine Mutter und sowas, aber ihr müsst mal überlegen, wenn man an so einem Standpunkt ist wie ich jetzt, ne? Da ist einfach dieses Thema mit jetzt zum Beispiel zu meiner Mutter, ich verstehe, dass wenn ich jetzt meine Mutter dreimal die Woche sehe oder ihr jeden Monat 10.000 Euro überweise, dass die 10.000 Euro ihr viel mehr helfen, weil sie viel eher an der Konsumentenwelt dran ist als ich. So. Und weil ich meine Vision aufbaue und man das verstehen muss, dass ein Mensch seinen eigenen Weg gehen kann, das ist auch immer das Problem bei Eltern, die können ihr Kind nicht loslassen. Mhm. So, weil ich meine eigene Vision, meinen eigenen Weg baue, weil ich ein Mann bin und Daniel ein Mann ist und wir unsere eigenen Familien so gesehen gründen, Familien, Dörfer, was auch immer, wie man es nennen soll, gehst du halt raus und holst dir, was du möchtest. Und ich weiß einfach, dass ich mit meiner Anwesenheit bei meiner Mutter weniger ausrichte, als das, wenn ich ihr Geld schicke. Ja. Ist so. Es ist so. Ja. Egal, wie hart es sich anhört, es ist so. Und das ist bei jedem so, von dem die Eltern ein normales Leben so gesehen geführt haben. Mhm. Natürlich ist es schlimm, wenn ich beispielsweise sterben würde. Meine Mutter weiß aber natürlich, mir geht's gut. Und deswegen, wenn sie weiß, mir geht's gut und kriegt das Geld, geht's ihr besser, als dass sie mich dreimal die Woche sieht und ich bin irgendein Versager. Ja. So, oder? Ist so. So, und das ist das Ding. Und deswegen auch davon so gesehen, so klar, natürlich, wenn ich sie sehe und so, alles schön und gut, aber halt einfach wenig Zeit leider. Mhm. Ist trotzdem klar, Familie und sowas, aber so ganz tief eng jetzt nur mit Charlene und mit dir jetzt. Weil du jetzt mit so gesehen an der Vision teilhast und wir jetzt uns immer so gesehen über den Weg laufen in dem Sinne. Ne? Mhm. So, aber davor war es ja auch genauso, bevor das alles so zustande gekommen ist. Ich bin meinen Weg gegangen, du bist deinen Weg gegangen. Wenn wir uns gesehen haben, waren natürlich trotzdem Familie. Ja. Aber es war nicht mehr so, dass man sagt, boah, das ist jetzt so ride or die. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, weil du hast Franzi. Ich hab Charlene, Digga. Du baust dein eigenes Dorf, deine eigene Legacy. Ich baue meine Legacy auf. Weißt du, was ich meine? So, dass das sich jetzt so gekreuzt hat, ist geil. Das wünsche ich jedem. Ist auch selbes Beispiel wie Andrew Tate und Talisman, Tristan Tate. Weißt du? Die beiden haben sich so gesehen als Brüder gefunden und haben so gesehen so diesen Familienhalt. Übelst, ist Grounds. Ist auch geil. Das ist genau wie ich es mit ihr habe oder wie ich eine freundschaftliche Bindung mit Franz oder mit Pano habe. Weißt du, ich meine? Ist genau das Gleiche. Und deswegen, das ist das Geilste, was es gibt. Ja. So, wenn du dann vor allem noch in einen Weg gehst, ne? Das ist immer das Ding. Wie kann ich zum Beispiel mit dir als Bruder so eine enge Bindung haben, wenn du nicht mein Weg gehst oder ich nicht dein Weg gehe? Nicht, weißt du, was ich meine? Nicht die gleichen Werte. Ja. Ziele irgendwie in einer Form, nicht die gleiche, weil sich die Wege, nicht die gleiche Vision vertrittst. Genau, weil das Einzige, was uns dann hält, ist ja nur der Gedanke, du bist mein Bruder. So in dem Sinne. Ich wäre das. Ist auch. Ja, dieses, du bist einer sich komplett in die andere Richtung entwickelt. Ja, natürlich. Ja. Ist auch, weil dann so gesehen einfach nur an der Vergangenheit genau, fest. Genau, ist auch. Aber würdest du privat mit deinem Bruder chillen? Nein. So, ich schon. Weißt du, ich meine? Hm. Ich würde mit deinem auch privat chillen.
So, ich sehe Daniel auch nicht so richtig wie mein Bruder, wie so eine Family alle zusammen. Ja. So, aber ich meine so, wenn du jetzt einen Bruder hättest und würdest du mit deinem Bruder chillen, wenn du ihn nur privat kennen würdest, aber nicht als Bruder und der wäre jetzt ein Beispiel irgendein Random? Natürlich nicht. Ja. Weißt du, ich meine? So, ich würde mit Daniel privat chillen. So, wenn es mein Freund wäre, nicht mein Bruder. Weißt du, ich meine? Wann das ist ja Unterschied, glaube ich, mit 17, ne? Ja, mit 17 ungefähr. Also davor war es ja so eine kritische Phase noch so, wo so Bruder auf Bruder mal geknallt sind, Internetstecker gezogen, gegen seine Liebe. Diese Spielerei, ne? Dusche umgestellt auf Regendusche. Dann gehst du morgens in Dusche das rein. War geil, Alter. Boah, heavy. Immer Attentat. Ich gehe morgens früh duschen und danach stelle ich immer auf Regendusche ein. Das heißt, wenn du Wasser anmachst, kommt eiskalt von oben. Oh, shit. Morgens früh. Schock. Schock, Digga. Da haben wir uns immer so, ich bin so morgens in die Dusche gegangen, Alter. So, geguckt. Ja, und irgendwann hat man da wieder zusammengefunden. Ich glaube, das war so, boah, ich glaube, da wurde es extrem, extrem schnell sehr, sehr reif für dein Alter. Ja. Da war's, das war, glaube ich, so mit, ich glaube, mit 17 oder so, da hingen wir schon teilweise ja zusammen Genau, ab. Ja, 17. Mhm. Ja, 17. 17, 18 fing so an. Genau. Weil da war es ja noch mehr so, ich sag mal, auf der. Auf der Straat unterwegs. Ja, ich war immer auf der Street, Digga. Wir waren immer auf der Street und der war dann immer auf der Street mit 7, 8 Jahre älteren Menschen unterwegs, die teilweise auch älter waren als ich. Mit den Leuten hing er ab damals. Ja. Und von denen hat er auch die guten Dinge mitgenommen, weißt du? Richtig. Bestimmte nur die Werte guten. Mitgenommen, nur die weißt guten. Du? Mhm. Ja. Nur die guten. Die schlechten. Und irgendwann ging es dann los und dann haben wir das Ganze wieder richtig brüderlich aufleben lassen, weil im Teenageralter, oder ich sag mal, ich war jung erwachsen und er war Teenager, ganz andere Interessen. Ja, die kann man nicht mehr verbinden. Und umso älter er wurde, umso ähnlicher wurde das wieder. Ne? Ja. Und da wurde er so, ja, komm mit, ich bin jetzt hier bei Franzi mit Schwester und etc., komm rüber, komm grillen. Und dann zack, hat es stattgefunden. Da kam der Bekloppte irgendwann an, ich glaube 17 Jahren oder was. Erinnere ich mich noch ganz genau. Kommt der an, zeigt er ihr sein Tattoo. Ja, man steht da mit 17 Unterarm-Tattoo. Nach dem Urlaub. Ich hab Gänsehaut, ich bin der Typ crazy. Und nicht mal 18 Jahre alt, kommt einfach, ohne jemanden zu fragen, mit Tattoo an. Ja, boah, ich weiß auch, Oma Shaitan. Oma, Oma ist heavy, Digga. Alte Generation, die sagen, du bist Teufel, dann bringt er ein Tattoo. Ja, aber so ist die Welt, Digga. Verrückt, so. Ja, aber das ist das, worauf ich hinaus will, weißt du, so, auch als Beispiel, so, würdest du dich mit deiner Mutter umgeben, wenn es nicht deine Mutter wäre? Weißt du, was ich meine? Würdest du privat mit dir abhängen? Frage, ist so. Das ist schon eine tiefe Frage. Und das ist traurig zu beantworten, weil ich kann sie für dich beantworten. Das ist wirklich wahrscheinlich nein. Ja. So, weil bei mir ist es zumindest so. Weißt du, ich meine? Mhm. So, weil was habe ich mit meiner Mutter für Interessen, die sich splitten, dass ich mich mit ihr deep unterhalten kann? Weißt du, was ich meine? So, ich brauche es nicht anders. So, aber weil es meine Mutter ist, sie mir viel in meinem Leben gegeben hat, versuche ich bestmöglich ihr alles zurückzugeben. Und ich liebe meine Mutter auch, ist klar. Safe. Aber wenn wir jetzt rein objektiv betrachtet es sehen, ist dieser Gedanke Familie eigentlich irrelevant. Ja. So, weil auch ich zum Beispiel meinem Vater das komplett gecuttet habe, weil ich weiß, diese Person hat keinen guten Input in meinem Leben gegeben und deswegen brauche ich diesen Menschen auch nicht. Mhm. Nur weil es mein Vater ist, muss ich mich jetzt die ganze Zeit mit Kopffix die ganze Zeit umgeben, dass er mir Sachen sagt oder mich beleidigt oder mir irgendwelche Psychoterror macht und sowas. Soll ich das an mich ranlassen mein Leben lang oder soll ich immer so denken, so, oh scheiße, Arme oder oh hier oder hätte man da was besser machen können oder so. Ich schließ ab, Digga. Ja. Du bist nur ein Mensch. Genau. Du bist nur ein Mensch. Du hältst dich immer unterordnet. Richtig, ich müsste mich immer, ich müsste immer jemanden haben, der über mir ist und wenn er etwas sagt, dann ist es so. Das ist kein Problem, wenn du Recht hast. Aber wenn du nicht Recht hast und trotzdem auf deinem Recht bewahrst oder beziehungsweise auf dein Recht bestehst, dann hast du in meinen Augen keinen Respekt verdient und auch keinen Platz in meinem Leben. Ja. Ganz ja. einfach. Und dann bist du gecuttet. Und so einfach ist es. Ja. Ob du Vater, Bruder, Mutter, Oma, Tante, Onkel, bla bist, ist mir scheißegal. Ich bin ein Mensch. Ich bin Citizen of the World, Digga. Ich bin hier gespawnt, so gesehen. Ne? Meine Mutter hat mich geboren. Ich bin gekommen, okay, am Anfang Kind und so schön und gut. Ich bin aber schlauer geworden. Mhm. Ich verstehe, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ich verstehe die menschliche Psyche. Ich verstehe, was überhaupt alles auf dieser Welt so gesehen los ist. Mhm. So. Und ich verstehe das, dass wenn ein Mensch schlecht ist für mich, dann ist er nicht in meinem Leben. Ja. Den kann ich cutten. Mhm. Weil nur das, was ich sehe und woran ich denke, ist Realität. Mhm. Und wenn ich meinem Vater, der mir immer schlechte Gedanken gegeben hat, feste Traumas so gesehen zugefügt hat, wenn ich den aus meinem Leben lösche, dann gibt es auch diese Traumas nicht mehr. Und wenn ich mit diesen Traumas schlechter lebe, als ohne meinen Vater in meinem Leben so gesehen, weißt du, das heißt, mein Vater ist drin mit dem Trauma und mir geht es schlecht, oder mein Vater ist nicht in meinem Leben,
aber dafür geht es mir besser, dann ist mein Vater nicht in meinem Leben. Ja, ist scheißegal. 100%. Also wenn dir jemand wirklich aktiv Schaden zufügt, so was das angeht, dann würde ich auch sagen, safe. Ja, ist egal, wer das ist, Digga. 100%. So, das ist so. Keine Rolle. Scheißegal. Du hast halt eine viel krassere Toleranzgrenze erstmal da. Natürlich. Das, die lernst du auch an dir erstmal kennen. So, du denkst dir, Digga, wie lange kann so ein Typ so mit mir umgehen? Also? Ist so. Ja. Wie oft habe ich, also jetzt so einfach Butter bei die Fische, so wie oft so in der Situation war, dass es mal zu bestimmten Konflikten kam. Ist so, weißt du, ich meine? So, natürlich damals noch mit Gewalt gelöst, weil du warst ein Teenager, deine Emotionen nicht im Griff und so weiter, aber wie oft ist es passiert? Weißt du, ich meine? Und wie oft soll es noch passieren, bis er es mal versteht? Weil es ist immer objektiv betrachtet von seiner Seite gewesen, dass er die schlechten Dinge getan hat, dass ich darauf meine Reaktion geben musste. Ja, Psychotricks. Genau. Ja. So, Aktion, Reaktion, ganz einfach. Und so darf es aber nicht sein. Und genau deswegen, ich bin aber auch dankbar, dass er so ist, dass er so war, weil dadurch konnte ich was für mein Leben mitnehmen. Ne? Ja. Dadurch bin ich wahrscheinlich auch so geworden, so wie ich bin. Ja, habe mich versucht, mit mir selber zu beschäftigen. Wurde mein eigener Herr. Ich wurde mein eigener Vater, so gesehen. Ich selber wurde mein eigener Vater, so in dem Sinne. Und ich weiß, was ich in der Zukunft, wenn ich Kinder kriege, richtig und falsch mache. Genau. Ja. So, ich weiß, was falsch ist. Aber jetzt kann ich nur richtig machen, oder? Genau. So. Safe. Ja, man muss halt immer objektiv sehen. So, ich würde zum Beispiel, wenn jetzt meine Eltern mit mir umgehen würden, was ich jetzt zum Beispiel nicht okay finden würde, dann würde ich mich ja logischerweise fragen, würde ich zu meinen Kindern so sein? Ja. Und wenn du dir denkst, nein, würde ich nicht, dann ist das ja logisch, dass es nicht okay ist so. Ja, und natürlich. Das muss jeder verstehen. Das ist so. Sind nur deine Eltern. Genau, es sind nur Menschen, so gesehen, die dich geboren haben, die sich um dich gekümmert haben, erzeugt haben und sowas. Und diese Menschen sind aber eigentlich dafür da, um dir Gutes in deinem Leben zu bringen. Ja. Eigentlich. Genau. Und wenn sie es nicht tun, dann fehlt dir halt dieser Part in deinem Leben. Mhm. Aber das heißt nicht, dass dein Leben dann aufgeschmissen ist und dein Leben nicht lebenswert ist. Ja, viele sind ja so der Meinung, dass es so essentiell ist fürs Leben. Genau, ist auf gar keinen Fall. Aber es ist es nicht. Du bist halt selber auch vollkommen. Du kannst auch alleine leben. Also mit deinen Freunden. Da waren wir Freunden. Ja wieder, das Thema wieder. Ne? Hier, das ist so. Es fängt immer hier drin an, richtig. Ja. Hier drin, du musst mit dir selber im Reinen sein. Genau, dann ist alles andere ist egal. Dann ist alles, also alle Probleme, die man hat, wenn du mit dir selber im Reinen bist, dir bewusst bist, dann hatest du keinen auf Instagram, dann guckst du dir keine Videos an und denkst dir, du, keine Ahnung, beleidigst Leute, streitest dich mit deinen Eltern und keine Ahnung, hast irgendwelche Traumata oder irgendwelche Probleme in deinem Leben. Es löst sich einfach alles, wenn du dir bewusst wirst. Ja. Mhm. Zwei Sachen sind klar. So. Du kommst auf die Erde, wirst geboren. Und du wirst irgendwann wieder gehen. Du wirst irgendwann wieder gehen. Und alles, was dazwischen passiert, beeinflusst du selber. Und wenn du mit dir selber im Reinen bist, was soll ich dann jucken? Wie willst du denn in eine Situation kommen, wenn du irgendwo irgendwelche Sachen im Internet siehst, dass du dann Hate-Kommentar gibst zum Beispiel? Wie? Wie soll das funktionieren? Also das war für mich nie vorstellbar so. Ja. Und das ist halt das. Die Leute sind alle geframed, die haben wie so eine Hülle über sich. Ja. Von allen möglichen Einflüssen. Die wurden komplett abgelenkt, um sich nicht mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. So, wer bin ich? Was will ich? Worauf lege ich Wert? Ja. Wenn du diese Sachen für dich herausgefunden hast, ist das Leben so viel leichter. Ja. Das Ding ist, es ist auch einfach Fakt, dass jemand, der besser ist, also zum Beispiel, ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin besser als jemand, aber ich würde niemals jemanden öffentlich oder generell zu jemandem sagen, boah, du siehst so scheiße aus oder das, was du sagst, das ist so dumm oder so beleidigend, weil ich einfach mit mir selber im Reinen bin. Aber Leute, die schlechter sind, die mit sich selber nicht im Reinen sind, die dieses Ideal sehen und sich so denken, scheiße, da will ich hin, aber ich bin da noch nicht, die haten ja. Das ist dumm, aber die Leute müssen das mal verstehen, bevor man einen Kommentar schreibt, warum man den überhaupt schreibt. Und man schreibt den einfach nur, weil man mit sich selber unzufrieden ist. Ja. Und das ist ja, die wollen halt so, ich sag mal, ihr Ego kurz befriedigen, indem sie ein bisschen Scheiße hinterlassen. Hate kommt immer von unten und gute Kritik kommt von jemandem, der auf demselben Level ist oder höher ist, der wirklich was Gutes auch für dich will. Der sagt, hey, das hast du so und so gemacht, hier könntest du vielleicht besser machen, das hat mir nicht so gefallen. Weißt du, das ist gute Kritik. Ja. Aber wenn jemand einmal sagt, das war richtig kacke, keine Ahnung warum, einfach unbegründet, der ist safe von Leuten, die halt sich nicht trauen, das, was du machst, oder halt nicht auf dem Level sind. Ja, das ist so. Einfach Self-Insecurities haben die. Safe. Ja. Und auch interesting, was du meinst, von wegen, die meisten Leute wissen gar nicht, was die wollen und was weiß ich, Digga, frag mal jemanden. Frag mal wirklich jemanden, Digga, was hast du im Leben vor, was willst du überhaupt machen? Denk, wo siehst du dich in 10 Jahren? Die haben keine Ahnung, warum, weil die constantly, also die ganze Zeit, sind die abgelenkt. Weißt du, sobald, die können nicht mal 5 Minuten
stillsitzen und nur Gedanken haben. Ja. Können die nicht. Warum? Ja. Weil sobald die sind, unangenehm. Ich kann mich nicht mit mir selber beschäftigen. Ja. Dann, lass mal das gucken. Und dann gucken die da einen Stream, da zocken die, drei Screens gleichzeitig. Warum? Bloß nicht eine Sekunde, wo die sich mit ihren eigenen Gedanken beschäftigen. Richtig. Weil, warum? Unangenehm. Weil dann realisierst ja. du. Ja. Weil dann ja. realisieren ja. du. Ich bin voller Bauer. Ich bin voller Versager. Ja. Ich bin einfach ein ein Konstrukt meiner Ängste. Weißt du, ja, ich meine? Ja, meiner Ängste und von dem, was ich nicht kann. Und sowas. Meiner Vergangenheit, oder? Ja, so, das sind die Realitätskonfrontationen. So, deswegen, das meine ich, die meisten, die nicht wissen, was die machen sollen oder was, wo die sagen, ja, keine Ahnung, was ich in meinem Leben anfangen soll. Alter, setz dich eine Stunde hin zu Hause, ja, nimm deinen Blog und schreib auf. Einfach deine Gedanken aufschreiben. Ja. Weil du kannst dich nicht mit dir selber beschäftigen, wenn du nicht weißt, was in deinem Kopf vorgeht. Richtig. Und ist die auch meisten so. Wissen nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Warum? Weil die nie zuhören. Weil die nie mit ihrem Gedanken einfach alleine sind und einfach mal gucken, wohin die Gedanken schweifen. Genau. Ja? Ich sage auch immer den Leuten, beste Übung, geh einfach mal jeden Tag eine Stunde lang spazieren, safe. Ohne Handy, ohne gar nichts. Safe. Geh einfach rum, safe. Geh einfach ohne gar nichts, ohne Freunde, ohne nichts und geh einfach mal, dann wirst du realisieren, das, was du möchtest. Ja. Nicht das, was der will, sondern das, was du willst. Genau. So, und das ist auch so ein riesiger Faktor, aber ich habe gerade eben, wo ich auf Toilette saß, gehört zum Thema Haten und sowas. Aber Hate gibt es auch nur, warum? Weil es diese Funktion gibt, zu kommentieren mit Likes. Weil die Leute, wenn ich zu dir schreibe, oder wenn ich beispielsweise, wenn ich mit dir jetzt zum Beispiel über Franz unterhalte und mit dir über ihn so gesehen läster und ich sage, Franz ist voll der Penner, der ist dies, der ist das und bla bla bla, dann wird dieses Gespräch nur weitergehen, wenn du mir Bestätigung gibst, oder? Sonst könnte ich ja die ganze Zeit auf dich eindrehen und wenn ich sehe, dich interessiert es nicht, dann würde ich ja selber wieder Insecurities kriegen und denken, oh shit, ey. Wenn es dein Gespräch kommt, dann wirst du denken, genau. Hey, warte mal, irgendwas mache ich falsch, weil ich kriege keine Bestätigung, dass ich genauso denke. Genau, und das ist das Ding, die Leute kommentieren dann, oh, du bist so hässlich. Diesel, Alter. Die werden noch motiviert. Alter. Ja, genau, die kriegen alle Likes. Likes. Dann Top-Kommentare. Ich krieg Aufmerksamkeit zum Beispiel in meinem Leben. Ja. Weißt du? Das sind die ganzen Dopamin-Kicks, Alter. Genau. Dopamin-Junkies, Digga. Genau. Die checken nicht, was, wie der Körper funktioniert, Digga. Das sind einfach fucking Dopamin-Junkies. Ja. Weißt du, und holen sich das Dopamin von der falschen Stelle. Und ich sag's dir, die ganzen Social-Media-Marken oder Apps, die es da gibt, Alter, die haben das so perfekt konzipiert, Digga. Ja. Kriegen Dopamin-Rush as fuck, die ganze Zeit. Du brauchst nur ein Handy rausholen, bumm, Dopamin-Kick. Bumm, Dopamin-Kick. Richtig. Und was ist? Du wirst die ganze Zeit abgelenkt. Du bist die ganze Zeit nicht mit dir selber. Genau. Du bist die ganze Zeit hier. Aber nicht mit dir selber. Genau, weil wenn du mit dir selber bist, fängst du an zu denken. Ja. Und zu realisieren. Genau, und dann willst du auf einmal ja selbstständig werden. Ja. Weil du merkst ja, oh, ich kann ja auch denken. Ja. Nicht nur das Programm und der Chef und mein Vater und mein Lehrer kann für mich denken. Genau. Ich kann auch für mich selbst denken. Wow! Das sollst du ja nicht. Wow! Weil dann ist auf einmal nicht mehr die fütternde Hand interessant. Weil dann realisierst du, Digga, ich kann selber einen Topf in den Sack greifen und mich füttern. Ja. Weißt du, ich meine? Ich kann anpflanzen, Gemüse pflanzen, Digga, ich kann mich selber, ich bin Selbstversorger. Ja, wird bald aber auch illegal in Deutschland. Ist so. Was meinst du? Selber anpflanzen zu Hause und sowas, also jetzt nicht Marmelade oder so. Salat und so, Tomaten. Ja, Salat, Tomaten, so. Habe ich gelesen, das ist in Deutschland illegal. Ich habe erst diesen Sommer meinen Garten renoviert. Ich bin ein bisschen so in den Garten. Ohne Scheiß, das ist so ein bisschen random. Ich bin so ein bisschen in den Gärten. Hey, natürlich. Was war die Vision? Was war die Vision mit eigenem Dorf, mit eigenem Gewächshaus und so weiter, um sich abzukapseln? Natürlich. Ich dachte, wir wollten gut alles werden. Themen. Können wir nächsten Podcast mal drüber sprechen? Safe. Ja, du musst ja überlegen, welchen Zweck hat das überhaupt? Ja, du nimmst ja, wenn du das selber anpflanzt, nimmst du ja ein bisschen Konsumkraft raus aus dem Markt. Genau. Das ist ja schlecht. Ja. Das ist schlecht für den Zyklus. Ja. Dadurch gehen Arbeitsplätze kaputt, weißt du? Ja, das und wird keine Steuer verdienen. Das ist ganz wichtig zu bemerken. Und so. Und ja du ernährst dich vielleicht zugesehen. Und das ist schon so krass in Konsum. Du musst ja auch die Scheiße fressen. Die haben die Saat, die du beispielsweise um Tomaten anzupflanzen, so gentechnisch manipuliert. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu 100% stimmt, aber auf jeden Fall gibt es so eine Saat. Die Tomaten, die tragen dann Früchte, das sind Tomaten, die Pflanzen, Und wenn du dann die Tomaten nimmst, die haben ja auch Kerne drin. Die könntest du theoretisch nehmen, um dann für nächstes Jahr neue Saat auszustreuen. Aber aus den Samen kommt keine Pflanze. Beziehungsweise, die kommt eine Pflanze, aber die haben keine Tomaten. Man muss einfach in irgendein Land fliegen, keine Ahnung, nach Spanien oder wo so voll die krassen Plantagen sind und von da einfach mitnehmen. Nein, du musst einfach nach Ibiza, du musst dir da so ein... was hat der Typ auf Ibiza nochmal gesagt? Aber Dondas wie Lagos. Also, keine Ahnung. Ja. Lustige Story, Digga. War ich auf Ibiza mit so einem Typen im Rollstuhl. Übelst geistesgestörte Talks. So crazy head ist der. Weißt du, so, Digga, Verschwörungstheoretiker des Grauens. Einfach random kennengelernt oder was? Aus Bekanntenkreis. Ja. Bekanntenkreis. So, aus dem Bekanntenkreis ist der vom Bekanntenkreis ein Bekannter von einem aus dem Bekanntenkreis. So, sagen wir einfach mal so. Wir haben mit dem unterhalten, der
bisschen was Grünes für die Lunge getan, ne? Und dann hat der Junge, der hat die kranksten Sachen rausgepackt, Digga. Das war geistesgestört, was der mir da alles erzählt hat. Und hat er mir gesagt, Bro, listen, you need... Und dann, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber Dundas Dilamos. Ich guck den so an, ich so, what is that? Dann sagt er so, er fängt dir an zu erklären. Verlassene Dörfer auf Ibiza mit Stromanschluss und bla 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 und sowas, aber die einfach komplett verlassen sind. Ja. Riesige Gelände. Ja. Und dann sagt der Digga, kaufst du, setzt du da deine, keine Ahnung, 10 Häuser hin, engsten Kreis, Familie, was auch immer, ne, Team, ja. Und lebst da einfach. Und da habe ich gedacht, Digga, ich habe ausgebaut. Ja. So, Digga, machst du Straßen geteert mit Golfkart, dann diese 10 Häuser, weißt du, das ist so wie Stützpunkt. Stützpunkt so. Ja. Wir können ja dort sein und hier und blau und jenes und reisen und alles machen, ja. Aber das ist der Stützpunkt. Ist mit eigenem Gewächshaus, ja. Mit einem Laden, wo du dann natürlich 30, 40 Angestellte für das ganze Gelände hast. Aber, Digga, eh rich as fuck, juckt nicht. Weißt ja. du, bezahlst du die Leute gut. Community, Alter. Genau, bezahlst ja. du die Leute gut, hast du deine Kinder da, kannst deine Kinder selber schulen, du selber oder holst die Leute, die deine Kinder schulen, baust geteerte Straßen, jeder mit Golfkart, baust ein Gemeinschaftshaus. Eigene Infrastruktur. Und, genau. Alles. Und alles, Digga, komplett. Und dann irgendwann, wenn richtig krass wird, baust du noch Raketenabwehrsystem. Bunker, Digga. Bunker, alles. Ja, ne, aber so eigene Flächen ja. fängst du an, alles selber anzupflanzen safe. Und sowas. Kapselst dich dann so gesehen davon komplett einfach ab. Von ja. denen. Weißt du, ich meine? Mhm. Hast deine eigenen Tiere, deine eigenen Kühe, Schafe ja. und so, die dann, die du dann so gesehen ne, verzehrst. Und das hat er so genannt, Digga? Ne, also der hat mir das gesagt, dass man das so machen kann mit den Häusern, aber den Rest okay. habe ich mir selber dazu gedacht, wo ich dann mir gesagt habe, okay, Digga, das ist eine geile Idee. Übelst. Ja. Das ist ja, übelst. Das ist, das ist ja eigentlich geil. Das, wonach man strebt. Genau. Ja. Ja. Unabhängigkeit ja. komplett. Ja. Komplett. Ich weil, esse das, was ich möchte. Zu dieser Zeit ist das ja. gar nicht mal so schlecht. 100% ja. zu dieser Zeit Plan. Ist es richtig schwierig. Ja. Und dann machst du das, dann kaufst du so ein riesiges Dorf, Digga, baust da deinen komplett ja. hin, machst einen Fußballplatz hin, Tennisplatz, kennst du noch die eine Story, Wies, Kartbahn. Also, kennst du noch die eine Story, die Papa noch erzählt hat, von einem Kollegen, den er irgendwie so kannte, irgendwie flüchtig, und er meinte doch zu ihm, dass die hier dieses ganze, was soll man sagen, dieses spezielle Saatgut, dass das Gemüse schnell wächst, mhm. und die hatten das Gemüse noch im LKW und die haben ja diese ganzen Wachstumsdinger da, Alter, damit das Gemüse schneller wächst. Ja, ja. Und da hat der Typ nochmal was draufgeben müssen, weil die Gurken noch nicht fertig waren und der Typ konnte im LKW dann über die Nacht nicht schlafen, weil die Gurken da geknistert haben mit dem LKW. Ja, okay. Ja, also die tun jede Scheiße auf die Lebensmittel. Ja, das ist richtig, als ob die so schnell dann wachsen, dass die knistern. Digga, ohne Spaß, Alter. Der meinte wirklich, ja, aber die Bananen werden Scheiße, so der meinte, die Scheiße war so am Knistern, Alter, hinten im LKW. Ja, das muss ich sagen. Zusehen, wie die wachsen. Aber das muss ich sagen, da krass. Hatte, da war wirklich, krass. Das konnte man von dem mitnehmen. Von unserem Vater. Dass der so schon da, hat er schon so heftig so gedacht. Der war schon, Digga, bevor wir angefangen haben zu realisieren bestimmte Dinge, war der schon so, wir waren 8 oder 7 oder so, ne, also ich und der so 13 oder sowas. Da hat er schon gesagt, Deutschland, die Menschen hier sind so und alle getrappt und bla bla bla. Also nicht auf diese Art und Weise, ja. sondern so wie er es halt sagt, auf seine Art und Weise. Weißt du, ich meine? Ja, ja, ja. So, aber so in diese Richtung. So, dass die Leute sind wie Roboter hier und sowas, weißt du? Dann im Nachhinein habe ich so realisiert, auf einmal habe ich angefangen Kohle zu machen und sowas und dann irgendwie hatte der recht gehabt, Alter. Ja, ja. Die Menschen hier sind wirklich brain dead, also so der Großteil, ne? So, es gibt natürlich, klar, in Deutschland, Digga, ist bekannt für übelst kranke Technik und so weiter und so fort, ne? Aber die normale Gesellschaft, die getrimmte Gesellschaft, so die... diese Leute, die sind ja trapped. Die sind ja komplett am Ende. Ja, du musst mal überlegen, du musst... Warum kann ich dich in Deutschland als Deutscher beleidigen? So gesehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Warum gibt es im Jugendwort, also Jugendwort des Jahres oder sowas, oder Top 5 Jugendwörter, war drunter, du Deutscher. Oder Allmann. Ja, oder du ja, Allmann. Wie kann das sein in Deutschland? Wie kann das sein? Wo gibt's sowas? Genau, wo gibt es sowas? Außer im eigenen Land so beleidigt wird. Genau. Also so gesehen beleidigt, so, weißt du? Ja, wie heftig ja, ist das Ja, oder wo wir jetzt im Urlaub waren, da haben die ja auch irgendwas zu uns gesagt, dass wir so, dass die das ja. von den Deutschen kennen. Genau, die Deutschen so. Sind immer so und machen immer Randale und sowas. Ja. Haben die auch zu uns gesagt in der Villa in Kroatien. Ja, der heftig. Ja. Warum ist es ja. so? Wie kann das sein? Ja. Das ist schon krass. Dass die Deutschen auch so einen Ruf bekommen haben und sowas, obwohl wir ja eigentlich, ne, also ich selber identifiziere mich auch als Deutscher, mir ist ja klar, ob ich jetzt Herkunft habe aus Kasachstan oder nicht, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ja. ich spreche Deutsch, ich spreche auch Russisch, ja, aber ich spreche viel besser Deutsch, genauso wie ich einen deutschen Pass habe, also bin ich Deutscher, ja. ne, und ja, ich bin Deutscher, aber ich mag das deutsche Land nicht,
deswegen habe ich mich auch verpisst. Mhm. Und deswegen bin ich auch nach Dubai gezogen. So. Und warum gibt es dann manche Leute, wie zum Beispiel, es gibt halt viele, die dann aus anderen Ländern kommen, die dann immer sagen, ey, Deutschland ist so kacke und unser Land da ist viel besser und so weiter. Dann geh doch. Ja. Dann ja. geh doch. Warum ist es so? Weißt du? Ja. Weil eigentlich ist Deutschland gut. Eigentlich. Deutschland ist nice. Also muss man vergleichen ja. mit anderen Ländern, genau. Digga, also von wegen, von was Soziales und so angeht. Ne? Digga, die wird geholfen, wenn du auf der Straße bist. Ne? Guck dir mal ja. Amerika. Wenn du auf der Straße bist, dann bist du auf der Straße. Ja. Keine Hilfe. Wenn du keine Familie hast, die dir helfen kann, ja. bist du am Arsch. Ja. Hier, Alter, das ist hier, wenn du hier lebst, Alter, hast du ein goldenes Ticket im Vergleich zu anderen. Ist halt, ist doch, aber man ist muss halt immer differenzieren. Ne? Genau, halt du musst aber, ja. genau, das muss ich sagen. Deutschland. Ja, genau, genau. Fertig ist. Ich sag mal so, man hat ein gewisses, genau. gewisses Minimum genau. an Lebensqualität, was im Vergleich zu anderen Ländern natürlich viel besser hier ist. Ja. ja? Aber dementsprechend auch auf anderen Punkten musst du da übelst zurückschrauben. Ja, da gibt es ja. halt einfach gravierende Nachteile, wo ich sage, Alter. Ist schon krass hier. Ja, also natürlich, 100%. Einfach massive Bot-Mentalität. Ja, übel. Neidkultur hier. Ja, Neidkultur und einfach Labor. Ja. Du musst ja mal überlegen. Testlabor. Muss man einfach mal so. An einem Wochentag um mal, 21:45 oder so, fahr mal in irgendein Dorf, wo richtig viele Menschen leben. Das Dorf ist leergefegt. Die sind alle an ihrem Platz. Mhm. Alle da, wo sie sein müssen. Genau. Überleg mal. Ja. Das ist wirklich wie eine Geisterstadt, wenn ja, du da reingehst. Ja. Oder gehen wir 16, 17 Uhr Lidl, Aldi einkaufen. Die stehen schon vorm Öffnen, Digga. So. Ja. Die stehen schon vorm Digga. Öffnen. Das ist crazy. Das ist geisteskrank. Die stoßen gegeneinander mit den Einkaufswagen. Und dann, ja, dann lassen die noch auf. Weißt du? Ja. Das ist heftig. Das ist richtig krass hier. Ja. Aber das ist, weil die dahin getrieben werden. Ne? Und die letzte Zeit also, war natürlich auch, die letzten 3 Jahre waren sehr, sehr schwer. Ne? Weil die Deutschen... Die Deutschen haben ja sehr, sehr viel Geld verdient. Die Deutschen waren ja dafür bekannt, dass wir eine sehr, sehr gute Technik und so haben. Die deutsche Qualität. Warum, genau, warum gab es DIN, warum gab es eine deutsche Norm? Weil die deutsche Norm die beste war. Kam es aus Deutschland, war es das Beste. Ja. So war es. Made in Germany. Genau. Und dann, was ist passiert? Die Phase kam, weil sehr, sehr viele Deutsche, sehr, sehr viele Menschen, die gearbeitet haben über den letzten 20, 30 Jahren, haben geschafft viel Geld, weil sie viel Geld verdient haben, weil wir ja für unsere Qualität bekannt waren und die Inflation noch nicht so weit oben war, haben wir gutes Geld verdient. Die hatten die Möglichkeit, viel Geld zur Seite zu legen, ihr Haus abzubezahlen, was auch immer, teilweise auch Nebenjob und so weiter. Und dann hast du deine 200.000 oder sowas auf dem Konto. Ne? Und dann irgendwann mal wirst du bequem, weil du denkst, Digga, ich habe 200.000 auf dem Konto, wenn du mich jetzt kündigst, so, Digga, okay, dann mache ich halt erstmal ein Jahr Urlaub in Thailand oder so. Weißt du? Ja, das denken die sich. Aber das darfst du nicht denken, weil dann bist du ja nicht mehr kontrollierbar. Was passiert? Dann kommt dieses ganze Bumm und dann kommt die Inflation hinterher, weil man ja Hilfe braucht und bla bla bla, ja. damit das Geld von den Leuten, ohne dass sie es ausgeben, entwertet wird. Ja. Und dann müssen sie es natürlich da noch weiter ausgeben, haben dadurch noch, die haben nicht nur höhere Kosten, die haben nicht nur 200.000 auf dem Konto und anstatt dass jetzt eine Packung, wie heißt das hier? Keine Ahnung was. Sag ich mal, eine Packung Chips nicht 1 Euro, sondern 2 Euro kostet, haben die noch Negativzins und bla 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 und so weiter, dass die ganze Zeit so Geld schon abgezogen ja, wird. Ja, weißt du, ja. was ich meine? Ja. Und top, dass du einfach die ganze Zeit dein Geld verlierst. Und jetzt haben alle ihr Geld verloren und jetzt kommt langsam die Beruhigung und in den nächsten 5 Jahren fängt wieder Deutschland an zu ballern, zu boomen, weil die Leute wieder Arbeit brauchen und arbeiten möchten, um wieder Geld zu verdienen. Dann kommt die deutsche Norm wieder, dann wird wieder 20, 30 Jahre lang die Wirtschaft geballert, angekurbelt des Grauens und dann passiert wieder dasselbe, weil dann die Leute wieder zu bequem werden. Ja. Voraussetzung natürlich ist, dass Deutschland auch wieder seine günstige Energie herkriegt, weil sonst, ja, genau, sonst können genau, Produktion genau, in Deutschland vergessen, genau, oder ganz Europa halt. Ja, es gibt ja, aber kommt, berühmten Spruch, kommt. Eine Generation baut auf, die andere macht kaputt. Ja. Ja, dann baut eine wieder auf, die andere macht kaputt. Schwache Zeiten machen starke Männer. Schwere Zeiten machen starke Männer machen leichte Zeiten machen schwache Männer, genau. Schwache Männer machen so schwere Zeiten und so weiter. Das wiederholt und so fort. Sich immer. Genau, irgendwie ja, sowas. Das gleich immer wieder. Keine Ahnung jetzt genau, aber da gibt es ein Sprichwort. Ihr werdet schon, ja, ihr werdet schon gecheckt das, haben. Ja, ja. Das. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, Digga, wir stoppen jetzt mal einfach den Talk hier. Ja. Wir sind schon sehr, sehr lange am Start. Safe. Ja. Ich würde sagen, war ein geiler Talk. Auf jeden Fall. Ne? Auf jeden oder, Fall. Freunde? Ja. Und deswegen, also wenn ihr das noch einmal so in dieser Konstellation sehen möchtet, dann würde ich sagen, ihr schreibt das in die Kommentare, ihr ballert das rein, dass wir genau sowas mal nochmal machen. Ja. Und ja, ansonsten, Freunde, nehmt euch das, was wir gesagt haben, wenn ihr es möchtet, wenn ihr objektiv darüber nachgedacht habt, mal zu Herzen, denkt mal darüber nach. Wenn nicht, ist uns auch egal. Und deswegen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Haut rein. Ciao.